Okay, ich glaube, die Lautstärke funktioniert. Oh, ich habe so viel Delay. Das wird ein Abenteuer. Vorsicht. Bombe. Guck mal, wir sind eine Person. Aber pass mal auf, Leute haben mir einen Trick verraten mit den Items. Hey, du kannst es einmal machen und dann die Batterie nutzen. Das bringt nicht viel. Oh, Poison Touch. Ach, stimmt, ich kann ja gar nichts rerollen. Das wäre ein interessanter Also, ich Poison Touch nehmen? Ja. Das ist nämlich, wenn ich damit Gegner berühre, werden sie manchmal zum schwarzen Herzen. Okay, und wir merken uns. Oh, das weiß ich auch sehr zu schätzen. Wir merken uns, Spritzen sind für dich. Was ist dein Item? Yamhart, damit kann ich, kann ich mich um ein Herz heilen, um ein rotes. Habe ich die Kategorie jetzt überhaupt gewechselt? Ja, oder? Ja. So. Aus dem Stupido 77, frischer Sub, wie vielen Dank. Oh, das Tinted Rock. Ich habe übrigens auch einen, einen wundervollen Kommentar bekommen, dass jemand bei Moggy die Gameplays ja gerne schaut, aber bei mir wäre ihm das viel zu langsam. Und ich kann ihm das nicht übel nehmen, weil es stimmt vermutlich, aber hey, das war auch wie eine Fahrstunde. Ich habe immer auf Input von Moggy gewartet, als wir gespielt haben. Also bei dem Video, wo ich gespielt habe und du nur geredet hast. So, das Spiel, das läuft super ruckelig, was auf jeden Fall echt angenehm ist. Oh! Ich würde fast sagen, man kann Steam Remote Play echt vergessen. Parsec ist halt so viel besser. Bei mir ging das voll. Was ist denn bei dir los? Ich weiß nicht, bei mir ist es halt, die Framerate schwankt immer zwischen 30 und 10 oder so. Ja, Moment, da gehe ich jetzt wieder auf Qualität und nicht auf Leistung. Naja, mal versuch das mal. Das ist vermutlich viel besser für... Es ruckelt alle paar Sekunden mal kurz, ja genau. Oh nein, das wollen wir nicht. Also wenn es gleich nicht besser ist, dann kannst du gerne wieder... Wir müssen dafür aber auch echt wieder Parsec einfach einrichten. Parsec war halt in jeder Hinsicht so viel besser. Ist es so? Ja, vor allem kann man auch die Qualität vernünftig einstellen. Vermutlich. Der Delay war, glaube ich, generell geringer und es ruckelt definitiv nicht. Ich meine, vielleicht... Wieso? Es sind so viele Einstellungen, wo ich nicht weiß, welche davon die richtigen sind. Was Items betrifft, man hat immer die Items, die der Host hat. Also in dem Fall spielen wir auf Johnnys Spielstand und haben alles, was Johnny freigespielt hat. Was aufgrund der Tatsache, dass es ein neuer Spielstand ist, nicht allzu viel ist. Passt, ihr klingt nach einer guten Sache, ja. Yeah. Ich weiß halt nicht, ob es gut ist, in der Bitrate hochzugehen oder nicht. So. Weil was, wenn das dadurch die Übertragung irgendwie immer leckt, wenn man das zu hoch macht oder so? Man weiß es halt nicht. Ich glaube, der Delay ist ein bisschen höher als davor, aber wir werden das hinbekommen. Ist auf jeden Fall immer noch ruckelig. Ist ein nettes Angebot, Dave. Bisschen aus dem Nichts. Ich komme drauf zurück, falls mir irgendwann was einfällt. Gehen wir zum Boss. Plane. Okay. Das... Warum läuft das so schlecht? Liegt das bei dir auch so, Nein. Ruckelig? Nein. Gar nicht. Also ganz selten. Es könnte aber auch an meinem Upload liegen. Mir läuft das ganz selten nicht ruckelig. Ich habe es jetzt eigentlich nochmal umgestellt. Vielleicht muss ich das auch nochmal neu starten, aber... Ich nehme mal das HP ab mit, nehme ich an. Okay. Ja, ich habe... Das ist ein Damage-Up, das ist deins. Du hast das weiße Herz. Das gibt dir nächste Runde ein Herz. Ah, ja, genau. Zack. Okay, dann nehme ich noch das Soul Heart mit. Ja, nimm mal mit. Ist wahrscheinlich besser. Okay, gehen wir weiter. Hoffen auf das Beste. Ist der Sound auch verzögert? Ich weiß es nicht. Aber ich bin tatsächlich ein bisschen langsam in Isaac, habe ich das Gefühl. Werde ich irgendwann wieder den Prime 2 Randomizer auspacken? Irgendwann bestimmt, aber... Wir sind daran, dass meine... Johnny, kennst du das Problem? Ich mag die Metro Prime 2 Randomizer. Ich spiele ihn sehr gerne. Das Problem ist, dass er das unpopulärste Spiel für meinen Stream ist. Ich kenne das Problem tatsächlich nicht. Also, wobei, bestimmt Spiele, die ich übel gerne streamen würde, aber wo es einfach nur demotivierend wäre. Ach, wir haben keine Bombe. Oh. Ja. Ich bin aufmerksam. Ich bin aufmerksamer Isaac-Spieler. Ich bin ganz sicher nicht immer nur verwirrt. Okay. Nein, aufmerksam genug. An der Stelle, du hast den Tinted Rock gefunden. Ja, aber ich bin zumindest... Oh Gott. Ich habe das Gefühl, wenn ich übertrage, dann kann ich einfach endlich moven. Dann werde ich nicht von jedem Scheiß getroffen. Den Schrott kannst du mitnehmen. Ich will einen Damage ab. Ich will gucken. Oh, da wurdest du getargetet. Ah ja, hier ist nur ein Item.
Ah, yeah. Ein guter Beulenbubi. Der Beulenbubi. Den nehme ich doch mit. Das sind seine Freunde. Der Beulenbubi lenkt die Gegner ab. Bei dem Bubi sind die Beulen größer als der Kopf. Das war genau zeitgleich. Ah, wenn man den Delay mit einberechnet, natürlich. Ja, bei mir das war ist das, was du schneller sagen würdest. Nein. Das ist ein ganz falsches Image von mir. Sowas würde ich nie machen. Nein, natürlich nicht. Ich würde nie sowas sagen wie, ja, aber tatsächlich synchronisieren funktioniert ja gar nicht. Das ist auch so ein Blödsinn, ey, dass ihr das überhaupt versucht habt. Ja, wir nehmen jetzt ja über TS auf und dann machen wir einen Countdown und auf 1 sagen wir dann alle gleichzeitig ein Wort und das nutzt man dann im Programm, um das zu synken. Das war nicht meine Idee. Es war zum es einen. Macht auch überhaupt keinen Sinn. Man mir mal keinen Vorwurf dafür. Ja, und dann habe ich mich immer geweigert, das zu machen und dann war ich der Buhmann. Ich habe mir gesagt, dass weißt du jeder. Ich mach's so, dass die Leute halt klatschen sollen. Weißt du was? Im Nachhinein sehe ich es auch ein, das ist ganz schön. Ich hätte es auch einfach machen können, aber es hat mich einfach gestört. Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass du nicht mitgemacht hast, ehrlich gesagt. Es war für den Kontext. Es war, wenn man mit Wollo und oder genau. Kiki was auch immer aufgenommen hat, war es immer so, dass sie. Oh nein, das wird mies. Muss man immer Peter sagen. Ja, das dann immer vor der Aufnahme, um das zu synchronisieren. Weil damals waren wir noch so qualitätsforciert, dass wir noch über die generell Capture Software aufgenommen haben und die nimmt den System-Sound nicht auf. Das gibt ein paar HP-Ups, willst du vielleicht mitnehmen? Da mussten wir das Ganze dann immer synchronisieren. Und es lief immer darauf hinaus, dass man runtergezählt wird, einen zählt runter und dann sagen alle, also 3, 2, 1, dann sagen alle Peter. Und bei mir wurde sich jemand beschwert, weil sie sagte immer, du sagst das Peter zu langsam. Du sagst das ganz falsch. Ich dachte mir immer, wie ich sage das falsch? Ich weiß auch nicht, was ihr von mir für eine. Was ihr für einen Rhythmus von mir hören, weil ich weiß, ich hab's nie hinbekommen. Dann ist es auch immer so, ja, du machst es ja sowieso immer falsch. Ich dachte mir mal, wie soll ich es denn richtig machen? Ja, vor allem gibt es kein. Also klar gibt es ein richtig oder falsch, aber die Methode an sich macht einfach keinen Unterschied. Man kann auch einfach ohne Countdown sagen, so ja, also, keine Ahnung. Naja. Aber ja, das Kontext, worüber wir geredet haben. Ich habe das Gefühl, den haben einige Leute gebraucht. Das, so wie das, sind das die... macht, oh, ein schwarzes Herz! Besser. Nimm du das mal besser mit. Oh, dann nehme ich das Solar mit. Was ist denn hier los? Dein Item nehme ich an. Das sind ein paar Bomben für uns. Von mir aus. Rocket in a Jar. Ich habe schon wieder viel zu viel Schaden genommen. Na, ist okay. So ist das Leben. Auf jeden Fall, wie Fully es macht, ist halt ganz cool. Alle drücken halt ungefähr gleichzeitig auf Aufnahme. Das passt dann schon. Da muss man halt aus dem Kontext mir gefällt das nicht. Hey, Tears Up! Das habe ich mir verdient. Ich mache es immer so, dass wenn ich, wenn alle Leute mich nicht einfach Discord aufnehme. Ja, machst du ja meistens. Dass ich dann halt kurz eine X-Split-Aufnahme für 3 Sekunden oder so starten lasse. Dann soll jeder mal was sagen und damit das dann ich darüber halt zinke. Ich mag, wie wir ausgerechnet im Fulltime-Radio Fully sich halt noch darauf, also noch gerne die Methode nutzt, dass jeder eine gute Aufnahme von sich selbst macht, damit es halt hochwertiger klingt. Und dann kriegt auch, und du machst es halt oft nicht, und dann kriegt Fully aber den Kommentar, hey Fully, nutzt doch das hier, um Podcasts aufzunehmen, dann ist die Quali auch besser als bei Discord. Und man denkt sich so, wir haben nicht über Discord aufgenommen. Ja, das stimmt. Das sind einzelne Soundfiles, jeder hat seine eigene Stimme recorded. Die Raketenbomben sind hochgefährlich. Dann weiß ich, was ich gegen den Boss einsetzen werde. Das klingt gut. So, dieser Kommentar. Es war halt wirklich, das war ein technischer Tipp, nach dem niemand gefragt hat. Ja. Mega ja, Fetti! Also, oh mein Gott, ich hab deine Bombe einfach von ihm gekriegt. Ja, nein, Moment, du hast die Special Bomben, nicht ich. Ah, das waren zwei verschwendete Bomben. Ich weiß nicht, was die Raketen machen. Zeig uns den Vater in der Jar. Ich verstehe. Warte, wenn das mein Gott, mega fett, die kriegt richtig auf die Schnauze. Oh, jetzt. Nein! Oh Gott. Boom! Boom! Oh Alter. Mein Gott, die sind so cool! Ich wünschte zwar, dass du noch eine Bombe übrig gelassen hättest, aber das war es wert. Ich habe einen Raketenwerfer. Ja, ach so, du wünschtest, ich hätte eine Bombe übrig gelassen. So haben wir es gern. Ja, ich meine, ich habe schon zwei verschwendet, weil ich die Rakete sehen wollte. Das macht gar keinen Sinn. Das gibt einen Tier-Sub. Ich hatte HP und Tier-Sub. Ich hatte gerade schon Tier-Sub, also ich sage, nimmst du das mit? Let's go. Oh, und ich bekomme Thunfisch. Ich laufe sogar ohne Delay daneben. Wie läuft das Spiel jetzt bei dir? Ist es immer noch schrecklich?
Es läuft okay. Kann sein, dass ich mich daran gewöhnt habe. Ich weiß nicht. Geh mal weiter. Hm. Ich meine, ich habe keinen Einblick, wie schlimm es bei dir war und ob es bei mir auch so war. Ich weiß halt auch nicht, ob ich die Übertragung nochmal neu starten müsste. Nein, damit, alles gut. Damit die Änderungen überhaupt aktiv werden. Oh, jetzt Dr. Fetus, das wäre so cool. Verstehst du? Pass auf. Ja. Ich würde gerne in den Curse Room gehen. Swings, ja, okay. Aber ich habe nur ein halbes Soulard, das heißt, Ja, okay. Ja, yeah, wir nehmen das mit. Und das ist Schrott, dann hauen wir ab. Oh, du mach die Stars-Karte, du hast die Karte. Oh, oh Gott, nein, mach die Karte, die Karte. Okay. Nein, der ist so schlecht, den nehmen wir nicht mit. Okay, wie, gar nicht? Den können wir auch nicht rerollen oder so. Okay, also er macht irgendwas schlechter oder wie? Also pass auf, er hebt das Geld auf dem Boden auf. Oh, und hin und wieder gibt er ihm dann eine Bombe oder einen Schlüssel dafür. Pass auf, wahrscheinlich würden wir ihn mitnehmen und dann kriegen wir das Item, womit man dann Damage ist, Coins oder wie das heißt. Yeah, Money Equals Power. Oder generell, wir können auch besseres Zeug im Shop kaufen. Es ist halt... Es ist in jederlei Hinsicht. Ja. Es gibt so eine Bambo-Transformation, der klaut dann Schlüssel, Bomben und Münzen. Aber ich glaube, er ist trotzdem schlecht. Boggy, ich war noch nie in einem Koop-Modus so gut aufgestellt, lebenstechnisch. Oh, wirklich? Es ist erstaunlich viele Herzen, die wir haben, ja. Ja, das stimmt. Oh, man, dieser Raum wird unangenehm. Weil man man musste sich ja teilen. Oh ja. Ich habe sogar meinen Jammer bisher nur einmal tatsächlich eingesetzt. Normalerweise hat man echt immer wenig Herzen zu zweit. Aber wir sind noch nicht im Hard-Mode, muss man sagen. Wir haben ja auch extrem viele schwarze Soul Hearts und sogar ein weißes Herz einfach so aus dem Feuer gedroppt bekommen. Oh ja, das stimmt. Oh Gott. Ganz vorsichtig. Ich verwechsel mich wieder mit dir. Ja, wir haben noch nicht so die Items, die uns dabei helfen, uns unsere eigene Identität zu finden. Okay, das war in Ordnung. Ich bin quasi Isaac mit Perücke. Ich find's echt schade, dass wir keine Münzen und keine Bomben haben. Wer ist eigentlich wer gerade? Ich bin Maggie. Lame. Genau. Und Johnny ist Isaac. Johnny wird geopfert. Und ich bin jetzt auch der erste Spieler. Wir hätten übrigens auch so machen können, dass du trotzdem der erste Spieler bist. Obwohl du Remote Play machst. Nein, da war nichts dagegen, wenn wir den Run auch gewinnen können. Warte, was? An sich war es. Oh, du meinst so erstes Spiel, aber ich dachte, du meinst, dass wir mit meinem Spielstand spielen oder so. Nee, ich meinte, dass. Ich würde jetzt zum Boss gehen, ehrlich gesagt. Dann müssten wir jetzt. Ja, wir können ja eh nichts machen. Mhm. Okay, pass auf, Taktik. Genau. Am besten ist, wenn wir vielleicht einfach. Er greift da an. Ich meine, Girl, die hat nur einen Angriff. Und wenn der Angriff kommt, weiche ich mal kurz zur Seite aus. Wir können das tatsächlich schaffen, ohne Schaden zu nehmen. Ich hab ein bisschen Angst, dass... Ja, dass er halt zur Seite... Ah, der guckt da hin. Wenn er da... Ah. Guck mal, ich habe nie darauf geachtet, dass man sehen, dass er ankündigt, so ein bisschen... wo er hinschießt. Ich habe nie drüber nachgedacht, in Isaac auch mal so auf Sachen zu achten. Oh mein Gott. Da geht der Devil hier. Ich meine, war eh nur eine 36% Chance. Oh, da war eine Fliege. Ich habe auch nie drauf geachtet, wo Gertie hinschaut, weil Gertie schießt immer in die Richtung von einem selbst, wenn man allein spielt. Ja, das stimmt. Ich wurde auch getroffen. Alles gut. Okay, dann mache ich mir nicht mehr so viele Vorwürfe. Die Catacombs. Let's go. Das ist Shit, das gibt Bomben. Die kannst du mitnehmen. Ich brauche Bomben. Das ist nicht Shit. Ah, Pageant Boy. Das sind für mich... Das, das ist genauso Shit, Schrott. Oder? Oh mein Gott, ja. Heiße, dafür sehe ich jetzt ein bisschen anders aus. Grüß dich, danke für den Raid. Ich würd dir den Gefallen gern mal andersrum tun. Du musst mal streamen, wenn ich... Weißt du, wie ich meine? Damit ich dich raiden kann. Dankeschön. Grüßt euch. Macht's euch bequem. Fun Fact, Varus gibt keine oder nur ganz selten mehr schwarze Herzen. Ich weiß, dass manchmal ein Gegner berührt, welche bekommt. Ich will in den Shop gehen. In den Shop. Ich habe nur gesehen, dass ich noch ein halbes Herz brauchen kann. Oh mein Gott, was ist das? Ich würde ja gesagt, das Geld einzahlen, damit wir mehr Zeug freischalten in dem Spielstand. Das ist aber merkwürdig, weil... Hatten wir nicht schon zwei eigentlich? Ja, die Shops wurden unfassbar genervt seit dem neuen DLC. Boah! There's Options! Oh, There's Options ist so gut. Damit hat man Optionen. Ja, pass mal auf, das ist ein Shop-Item. Wenn du das kaufst, ich glaube, das kann man auch im Goldraum finden, dann hast du nach einem Bosskampf die Wahl zwischen zwei Items. Statt nur einem. Und das ist super gut. Das ist extrem gut. Ich hätte gern die gute Allman-Milk mitgenommen. Haben wir dann vier? Nein, aber man hat halt die Wahl zwischen denen. Es sind maximal zwei trotzdem. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt was Cooles gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und
Willkommen. Oh, dieser Raum ist ziemlich tame. So, wir haben auch schon wieder den Devil Deal verkackt. Das ist, tut mir auch leid, aber es ist schwer, wenn man zu zweit spielt, noch einen Devil Deal mitzunehmen. Ja, das ist wirklich so. Wir könnten aber noch... Ich meine, mit den roten Herzen, damit kann man das Ganze managen, wie viele man bekommt. Aber bei den Soul Hearts... Schwierig. Ja, eben, weil man die sich halt immer teilen muss. Und es sind halt nicht mehr Räume oder mehr Drops. Ja, genau. Zweit ist. Und dadurch ist es halt schwer... Oh ja, irgendwann kann man mal mehr als rote Herzen zu haben, ist echt, echt krass. Goldene Schlüssel. Alter. Ich liebe das. Ich würde sagen, wenn wir sowieso schon Schaden genommen haben. Nein, macht so oder so keinen Unterschied, gehen wir hier rein. Dead Cat. Ich würde es nicht mitnehmen. Springt, nee, ich mag es auch nicht. Ich meine, es ist gut, weil man sieben Herzen hat und ein Guppy-Item auf Vorrat, aber man verliert halt alle Herzen bis auf eins und wir können uns gerade nicht leisten, unsere roten Herzen bis auf eins aufzugeben. Das auf keinen Fall. Das sollten wir uns nie leisten, weil es immer schief geht. Es gibt viele Situationen, wo man sich das leisten würde. Als Einzelspieler schon, aber irgendwie, ich sag dir, irgendwie zwei Spieler und vor allem bei Repentance, wie heißt das Spiel? Repentance. Oder wie ich ja an Tag 1 gesagt habe, Repentance. Repentance ist halt schwer. Ja. Yeah. Wie heißt die Band von Wake Me Up? Wake Me Up inside. Die Repentance Band. Ja, also, weißt du es? Dead Cat gibt neun Leben. Weil das können sich die Leute auch immer nicht merken. Ich weiß es. Ah! Ach Gott. Ich bin echt erschrocken gerade. Es tut mir leid, dass ich geschrien habe. Das war so laut. Ich wusste gerade nicht, wo ich am besten ausweichen soll. Ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass der schräg schießen kann. Ich war so überfordert. Oh. So, kurzen Prozess. Das war... Was bringt das nochmal? Pheromons bringt, dass Gegner sich gegenseitig bekämpfen. Wird bei denen nicht wirklich funktionieren, aber sie versuchen's. Okay. Das Problem ist, dass sie ein bisschen getrennt voneinander sind. So, Goldraum. Funktioniert das bei Bossen? So zum Beispiel zwei... Mit dem kann ich nichts... gibt ein Tierstab. Ein Joystick? Ja, mit dem kannst du in 8 Richtungen schießen. Wegen dir dachte ich am Anfang wirklich, dass es Repentance heißt. Hey, ich glaube, es gibt auch geil. Ein Tears-Up. Also, nee, das ist ganz nett. Das ist ja mega cool. Was hast du dagegen? Ich spiele mit Tastatur. Es kann ein bisschen... Ich weiß nicht, wirklich verwirrend, aber ich gehe den Weg. Ich meine, ich spiele mit Controller. Ich dachte mir, du hättest mehr Freude damit als ich, okay? Ja, okay, das ist süß von dir. Es klang halt so, als würdest du es liegen lassen wollen. Ich habe drüber nachgedacht, also so wild ist es halt echt nicht, weil es halt eigentlich auch nur ein Vorteil ist, weil es ein billiges Tears-Up ist. Und es hat nicht wirklich Nachteile. Außer du hast deine Finger nicht unter Kontrolle, aber dann sollst du mal lernen, wie du deine Finger unter Kontrolle hast. Hä? Also du drückst manchmal einfach Doppeltränen ohne Sinn. Steht. Nein. Okay, wenn du das sagst. Hey, ich kam weiter als du in dem Spiel. Ich weiß, in welche Richtung ich schieße. Manchmal. Ich hasse diesen Raum. Das war kein Vorwurf in dem Sinn. Oh, good job. Ach so, in welchem Sinne war es dann ein Vorwurf? Dass du so tust, als wäre es schwer, diese 8 Richtungen zu kontrollieren. Ja. Yeah. Ich sehe es halt nicht. Na. Ich aber dachte auch, dass es übler ist, als es letztendlich ist, okay? Ich habe meine Meinung geändert. Nein, wir diskutieren das jetzt aus. Aber es gibt nichts auszudiskutieren. Ich habe Recht und du hast Unrecht. Das ist meistens bei Gesprächen mit mir so. Es gibt nichts zu diskutieren, aber ich mach's trotzdem. Och Mann! Das Problem ist, dass wir auch gerade sagenhaft schwach sind. Ich bin auf für den Typen Punkt, den wir im Run sind. Wenigstens haben wir ein paar Leben. Noch. Oh mein Gott, ich hasse es so sehr, was sie mit diesen Fliegen gemacht haben. Du hast aber recht, weil wir haben irgendwie noch nie nach dem Boss irgendwas Geiles bekommen. Yeah. Ganz am Anfang den Pilz und das Meat-Ding und sonst. Könnte besser sein. Ein bisschen her. Lokis, Gott. Oh, Hölle, warum ist das hier? Warum ist es direkt vor uns? Darauf habe ich nicht geachtet. Puh. Ich hab auf so viel geachtet, aber nicht darauf. Nein. Gott, diese Rakete. Ich habe drauf geachtet und bin trotzdem reingelaufen. Das passiert den Besten unter uns. Manchmal auch mir. Und wir wissen, ich bin der Beste. Das stimmt. Ja, damit. Du bist auf jeden Fall nicht der Schlechteste. Nein, Moggy. Oh, die Spritzen sind für dich. Das sind Damage und der Speed-Up. Kann ich das haben? Ja, die Spritzen sowieso. Wenn wir noch eine Spritze bekommen, bist du Spritzen-Lady. Das ist Shot-Speed-Up-Schrott. Ich nehm den 8-Ball. Und wie ich so gerne sage, dazu Schrott-Speed-Up. Hans, get the Flammenwerfer. Vielen Dank für dein Prime-Sub. Dankeschön. Willkommen Team, willkommen Stream. Da hätten wir noch das Stars. Stars warpt uns in den Goldraum. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Wollen wir direkt warpen? Was bist du? Achso, jetzt dann? Ja.
Ich würde es eher klüger anstellen, wenn wir von irgendwo raus wollen oder so. Ja, ja. Ich behalte es im Auge. Sonst hätten wir auch, haben wir auch vier Schlüssel, welche wir eigentlich auch nicht für irgendwas anderes brauchen. Aber wir machen so wenig Damage. Du meinst, ich sollte es noch für eine andere Ebene mir aufbewahren? Hast du mich auch gerade geheilt? Das ist eine gute Frage. Halt, Yama hat beide Spieler. Oh, das glaube ich nicht, aber... Das würde auch erklären, warum wir gut aufgestellt sind, was das angeht. Ich meine, das erleichtert die Sache so oder so schon mal, wenn ich... Gott, dieser kleine Buddy, den wir haben. Ziemlich hilfreich. Okay, es ist auch einfach einfacher, wenn man einzeln spielt, sich im Auge zu behalten. Es ist, wie es ist. Ja. Ich meine, nimm du mal mit, ich habe mehr Herzen übrig. Okay. Und ich kann auf jeden Fall heilen. Bei dir ist es noch so ein bisschen... Kann ich dich mitteilen oder nicht? Oh, das waren die falschen Haufen, die du angegriffen hast übrigens. Ja. Ich kenne das Spiel halt echt lange und ich lerne nicht dazu. Ich musste gerade wieder neu verstehen, dass dieser Totenkopf halt erst stirbt, wenn alle Gegner... Also, dass man den nicht angreifen kann. Oh, du wolltest den Totenkopf? Oh. Ja. Oh, oh. Das war ziemlich knapp. Nein! Wir werden uns die goldene Kiste mitnehmen. Ich dreh durch. Noch haben wir der Devil die Chance. Nein! Ja, noch haben wir sie. Uiuiuiui. Nein! Komm, sei Wölfin, auch an dich. Vielen Dank für den Resub. Okay, pass auf. Level Stream. Ich geb dir ein halbes Herz damit. Alter, dann nehme ich noch das andere mit. Yeah. Ah, schauen wir in den Shop, warum nicht? Greed. Wie war das, der kann so diagonal? Könnt die Karte einsetzen, theoretisch. Wir werden sonst eh nur getroffen. Na, jetzt ist auch schon zu spät, jetzt können wir ihn auch besiegen. Nein! Jetzt wurde ich gerade noch überlegt, ob ich es mache. Ja, ich wusste, der Triple Shot von dem Greed. Das war der Devil Deal. Da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir erwischt werden. Pay to win. Ah, damit zahlt man, glaube ich, bei den... Oh nein, nicht die wieder. Weißt du was, aber es ist trotzdem ein sehr spannender Run für die Wette. Ich kann immer noch nicht sagen, wer zuerst sterben könnte. Ich meine, ich bin ein bisschen gehandicapt. Ja, deswegen ist es ja nicht so einfach. So, ich will auf jeden Fall noch in den Goldraum. Beim letzten Mal war es sehr offensichtlich, aber diesmal... hast du halt den Nachteil. Naja. Und es ist ein... Ich will jetzt einmal nicht erwischt... Das war aber auch ein fieser Raum. Nein, dieser dumme Raum! Ich wusste nicht, wo ich hin soll. Auf einmal stürmen die Gegner und die Bomben fliegen entgegen. Absolut. Wir haben nicht den Damage, um mit sowas umzugehen. Die sterben überhaupt nicht schnell genug. Die können ja einfach umzingeln. Na, und dann kommt so ein Raum. Oh ja, Patreon macht den Reroll-Automat in Goldräumen. Was? Reroll-Automat in Goldräumen bekommen wir mit dem Trinket von mir. Allerdings habe ich das Gefühl, ja, hier gilt das noch nicht. Das nimm du das mit, das macht deine Bomben stärker. Und wir bekommen fünf Stück. Ich habe jetzt eine kacke Bazooka. Ben Karma, vielen Dank auch an deinen Resub. Dankeschön. Das ist der Stoff. Danke, dass du ihn bei mir lässt. Wollen wir direkt zum Boss gehen? Das Gefühl, es gibt sonst auf der Ebene nicht viel für uns zu erledigen. Vor allem, weil die Gegner uns alle sowieso super viel Schaden machen aktuell. Ja. Ich weiß auch noch nicht ganz, wie wir den Run dann über Barmin hinaus kriegen wollen. Wir könnten einen Goldraum sprengen. Was willst du in Goldraum sprengen? Einen Geheimraum sprengen. Ich würde die Bomben offensiv lieber behalten. Render. Das ist nämlich so das, was Damage macht für uns. Mhm. Oh Gott. Komm aus der Tür, Mom. Hast du sie getroffen? Ja. Oh, ich habe mich selber getroffen. Oh, das war nicht viel Schaden. Au. Ja, ne, die Bombe. Ich dachte, die wäre ein bisschen stärker, ehrlich gesagt. Ich auch. Oh mein Gott, und ich laufe immer selber rein. Vorsicht, Stampfer. Sag mal. Jetzt hast du sie aber erwischt. Das war zünftiger Schaden. Warum funktioniert das? Hab ich verfehlt oder so? Was war das vorher? Ich weiß nicht, warum wurde ich gerade. Au. Oh, her damit. Ich hab ja so reingeschoben. Oh, Sintoy, das nehme ich mit. Ja, jetzt! Spun! Yes, Spun! Oh, plus 3 Damage! Yo. Wir sind im Spiel! Yes! Ich wusste doch, dass die Spritzen sich lohnen werden. Nehme ich das mit? Es gibt einen Range und Luck-Up, glaube ich, also... Klar nehme ich es mit. Und Full Health! Range ist für mich gar nicht so gut. Oh mein Gott! Not bad, not bad! Wir okay, könnten noch was reißen. Ich bin bereit.
Das ist der große Damage, für den wir hier sind. Wir hatten nie wirklich einen Devil Deal, aber wir sind nach Marm zumindest noch nicht komplett am Ende. Ich meine, das ist Oh oh, Marm ist stuck. Besser als nichts. Oh oh. Oh oh. Oh oh, unser Damage Output ist wirklich mies. Ist das nicht normalerweise so? Dieser Gegner an dem Punkt des Runs nicht so lange leben. Nee, ich glaube auch. Aber ich dachte, du hast ein bisschen was. Ich habe ja auch ein bisschen was, aber... Ich habe ja auch ein bisschen was. Ich habe ein bisschen was, aber es ist auch nicht so viel. Ich habe Bomben. Ich wünschte, ich könnte Tinted Rocks erkennen. Egal. Ich glaube, da war keiner. Ich glaube auch, da war keiner. Boah, warte kurz. Ich muss kurz vergleichen zwischen diesen beiden. Hier kann keiner sein. Ach so. Woran? Was? Was ist das für eine Siehst Regel? Siehst du den hier? Den hier? Ach so, bei nur denen, die. Die haben unten rechts dann so ein Kreuz. Das sind die einzigen, die welche sein können. Okay. Alle anderen Designs, irrelevant. Okay. Sie haben halt auch Der Schaden Kreuz war gerade sehr Designs. Gut. Na, der war maximal befriedigend. Was macht das Stars, wenn man kein Goldraum mehr hat? Random? Den Startraum. Ah, okay. Das heißt, können wir trotzdem noch verwenden, wenn wir zum Beispiel in den Cursed Room reingehen. Mhm. Dann rufst du einfach ganz laut Karte, okay? Du weißt doch, dass wir an dem Punkt, mehr Schaden nehmen, wenn wir getroffen werden. Was? Ja, an dem Punkt nimmt man ein ganzes Herz Schaden, wenn man getroffen wird. Ab welchem Punkt? Ach so, ab diesem, dieser Ebene, ja. Okay. Ich tu mein Bestes. Ich hatte woanders mal einen Spitzenstein, der einer war. Was heißt woanders? Ich meine, wenn woanders klingt so, als ob es nicht in dieser Ebene wäre. Komm schon! Es ist gut, glaube ich. Verdammt, oh mein Gott. Mensch, Down und Schrott. Wow. Waui. Genau, in einer anderen Ebene? Ja, aber ich rede von der Ebene, da sehen die immer so aus. Oh Gott. Ach, ich kann, oh mein Gott, das ist so cool. Das ist so cool gegen Weißt du was? Gegner. Du machst das. Ja, das ist easy. Manchmal muss man auch wissen, wann man sich besser zurücklehnt. Vor allem kann ich sogar diagonal solche Bomben schießen. Ja, Yam hat halt Player 2 noch mal ein halbes Herz. Das stimmt. Was jemand im Chat geschrieben hat fürs Protokoll. Mhm. Ich meine, wir haben es bereits festgestellt, aber danke. Nein, ich vermute, es hätte sein können, dass es an irgendwas anderem liegt, also. Aus dem Sperrwerk bist du 3 Monate resub, nur weil ich den Namen vorlesen wollte. Ah. So, es tut mir leid, dass ich gerade so davon gerauscht bin, da ich hatte große Angst. Nein, das war sogar richtig, weil die Kamera wäre sonst nicht so mitgekommen. Ich bin genau wie du in dem Sinne. Oh, das ist. Okay. Hä? Oh nein. Oh Gott, hier ist so viel rotes Zeug. Was hat mir denn da Schaden gemacht? Ich glaube, das rote Zeug ist Blut, Johnny. Ich bin's. Ich dachte, Blut wäre blau. Könnte auch nur in meiner Familie so sein. Oh Gott, wir sind so tot. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Das ist ja leicht. Nee, das nimmst du besser mit. Gleich kratze ich ab. Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, Vorsicht, die können nur diagonal schießen und dann bin ich schon von zwei Seiten getroffen. Also sie können halt genau das Gegenteil, sie können nicht diagonal schießen. Ich bin hier safe. Mir wird nichts passieren. Ja, so lange noch. Bis sie sich anders positionieren. Oh ja, doch. Das war gut. Oh ja, doch, ich bin mir ziemlich sicher. Oh, so, pass auf, wir suchen Super Secret Room. Hier unten. Wir werden sowas von nicht diesen Boss schaffen. Noch eine Bombe. Komm schon. Yes! Nein, ich dachte, da wäre vielleicht roter Herr. Okay. Oh mein Gott, die Wette könnte so knapp werden. Oh, ich habe Tears ab. Genau gleich viele Herz. Nein! Tears down, hier nimm die Tears up-Pille. Die hast du dir verdient. Oh. Ich meine, jetzt wissen wir. Nach dem Schock hast du dir die verdient. Ich fühle mich richtig gut. Oh Gott. Oh. Oh Junge. Mach ich dir Schaden damit? Ne, bestimmt bei der Explosion. Oh Gott, ich bin so gut wie tot. Das nicht in deine. Oh Gott. Yes, ich hab die Wette gewonnen. Believer. Könnt ihr bitte... Nein! Oh! Ich wusste doch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ja, du hast die Wette gewonnen. Aber was hätten wir uns versprochen? Ich meine, selbst wenn wir jetzt nochmal gerespawnt wären, dann hätte uns die nächste Ebene gehabt. Weißt du, das ist nicht das erste Mal, dass ich so eine traurige Ansprache höre mit der Musik im Hintergrund, Johnny?
Was hätte ich denn anders machen sollen? Was hätten wir uns sonst erhofft, wie es läuft? Das ist nicht dein erstes Rodeo, sehe ich. Das war peinlich. War es das? Ich meine, es war ein Run in einer normalen... Dieser Spielstand ist einfach noch nicht weit. Man kann auch nicht so OP damit sein, denke ich. Ja, okay. Wir könnten auch einen anderen Spielstand nehmen. Nein. Willst du übertragen? Nein, lass wenn es bei dir so ruckelt und so. Mono Steve, danke für 5 Euro. Ich will ehrlich gesagt das Ganze nicht nochmal versuchen aufzusetzen. Kein Problem. Mach ich doch gerne, Mono Steve. Sorry, ich habe nicht wegen dir gelacht, aber ich freue mich. Lass mich kurz mit STRG kann ich das Menü öffnen. Nein, da Dankeschön. Kann ich. Ich kann das UI für diese Übertragung ausblenden. Spielt so. Wieder im Normal. Das war der Normal Mode. Ja, das war. Hey, wie wär's, wenn ihr wieder den Normal-Mode macht? Ich glaube, der Hard-Mode ist ein bisschen. Wie wär's, wenn ihr den Anfänger-Modus nochmal spielt? Wie wär's, wenn ihr einen neuen Spielstand startet? Ich glaube, Mom ist noch ein bisschen zu hart für euch. Na, Mom haben wir besiegt. Nur alles, was danach kommt, war schwierig. Ihr solltet das erstmal mit Monstro aufnehmen können, bevor ihr weiterspielt, denke ich. Das ist halt wahr. Soll ich einfach machen? Ja, mach. Let's go. So, dann... Was wirst du diesmal nehmen? Ich werde auf Damage hoffen. Ob du wirklich hoffen. Richtig ich stehst? Bin Eve. Oh. Siehst du, wenn das Licht angeht? Wie stehst du zu Yo! Was ist... Oh, das ist ein Guppy-Item. Ich hab's nicht gesehen. Kann ich das mitnehmen? Ich werde mich mehr Damage als du austeilen. Nimm beides mit. Nimm das Herz. Ich will das Herz nicht. Pass mal auf, ich zeig jetzt was. Ach so, ja. Okay. Ich geh hier raus und ich hab 5,8 Damage. Los, meine Fliegen! Tötet! Das war sowas von richtig, nicht das Herz mitzunehmen. Ich bin beeindruckt. Du siehst mich beeindruckt. Gott, du bist so viel. Ich hab nichts. Du bist einfach schon jemand und ich. Oh, das ist so laut, wenn ich das kaufen könnte. Das wäre ziemlich cool. Deswegen ist Eva auch für eine lange Zeit mein Lieblingscharakter im Spiel. Ich weine dann hier drüben ein bisschen, wenn es okay ist. Ach Mann! Ich nehme das mal mit, denke ich. Das ist eine Laus. Ich würde vielleicht... Warte, ist das mit dem Feuer oder mit den Tiers, die am Gegner hängen bleiben? Was von beiden ist das? Ich glaube, ich würde es mich so oder so rerollen wollen. Feuer, wir müssen das rerollen. Sonst Sorry, sterben Johnny. Wir. Was hast du gemacht, Felix? Okay. Wir konnten rerollen. Na, wir fliegen mal mit, denke ich. Ich meine, du hast schon welche. Ist das nicht sinnvoller, wenn du sie nimmst? Plünder den Spendenautomat, wir haben keine Bomben. Nein, nimm du. Okay. Hey, was sollte dieser Schuss in meine Richtung? Die Fliege macht super guten Schaden tatsächlich, wenn du damit den Gegner berührst. Achso, die Kreis. Oh mein Gott, ich wollte es mal probieren, aber... Tötet meine Fliegen! Kann ich das mitnehmen? Ja. Danke. Ich wollte es aus dem Effekt einsammeln, weil ich dachte, du bist eh besser dran, aber nein, bist du nicht. Außerdem, Bonus, Steve, 5 Euro ich? Mit der Nachricht, die ich gleich hier lesen werde. Puh. Na, in Fall kriegst du einen Fünfer, weil du im Wald überlebt hast, was ein Mannsbild. Dankeschön! Du kannst noch einsetzen. Okay. Soll ich versuchen, die Fliege hier einzusetzen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sterbe ich auch. Ich meine, wenn du sie einsetzt, wenn du damit ein bisschen sie reinbekommst, macht sie so viel Schaden. Oh! Sollte ich trotzdem weiter schießen. Oh ja, die macht echt Schaden. Das ist halt auch schade, die gute um meine Flieger. Leben wir müssen gerade, trotzdem ein bisschen aufpassen. So, jetzt bekommen wir ein Items. Ich muss vorsichtig sein. Oh, gut. Tornfoto würde ich mitnehmen. Ich möchte nämlich keine HP ab. Und du willst HP ab. Yes! Das gefällt mir. Das kannst du das halbe Herz mitnehmen. Du kannst auch das halbe Herz. Nein, wenn ich das mitnehme. Ich will bei einem Herz bleiben, denn dann bin ich stark. Ach so, das ist die Horde auf Babylon aktiviert. Und so wenn ich mehr habe, dann. Ich meine, ich habe da mehr Leben, aber das Problem ist, dass halt mein Damage ja wieder weg ist. Dann werden auch meine Fliegen schwächer und. Da bricht alles in sich zusammen. So. Was ist deine Bobby. Meinung zu Game Freak 2021? Meine? Mhm. Ich denke, ich mochte das Video. Oh, das freut mich. Ich meine, du hast es mir auch so schon geschrieben, darauf wollte ich nicht hinaus. Ich meinte eher so. Das war die eine Stelle, die ich besonders lustig fand. Ich hab's wieder vergessen. Naja, das sind halt Remakes im Arzt der neuen Generation, wenn du das sagst.
Das ist generell die Antwort hier auf alles, was sie in so einer Gameflick-Präsentation sagen, passen würde, ja. Wenn du das sagst. Wenn du das sagst, dann wird es wohl so stimmen. Es passt einfach so gut. Wir präsentieren das neue Grüße und besser denn jeder, wenn du das sagst. Ja, danke, das freut mich. Johnny hat ein gutes Pokémon Direct Video gemacht. Beziehungsweise hat er Pokémon Direct gemacht. Dann gönn dir doch mal einen Soulard, mein Guter. Dann Alter, nehmen wir Devil Deal heute mit. Heute speisen wir wie der Teufel. Tonight we dine in Hell. Ich hätte einfach Hell sagen sollen. Ich wollte einen Joke machen wegen dem Devil Deal, aber das Zitat passt ja, weil der Teufel ist ja in der Hölle. Das ist aus 300. Ich habe den Film tatsächlich oft gesehen. Echt? Deutsch. Ausgerechnet den hat Mori oft gesehen. Dieser Mann, ich hätte ihn auf DVD Filme, oder so aus irgendwelchen Gründen. Das ist ein guter Film. Also ist ein bisschen weird, aber sehr cool. Du redest von dem einen Typen. Nein, nicht nur die Szene. Der Film ist generell sehr kitschig, bezogen auf so Sparta. Also Puberty. Nicht das herkömmliche Kitsch, du weißt, was ich meine. Oh, allein, Vorsicht. Allein wie diese... Ich weiß gar nicht mehr, was das waren. Jugoslawen oder so. Allein wie die auch dargestellt waren. Nee, ich erinnere mich nicht mehr. So öliger Haut und so komische Götter und so. Ich erinnere mich auch nicht mehr, was das für ein Volk war. Willst du noch ein paar Pillen mitnehmen? Oh, noch eine Puberty. Ich meine Puberty... Ach so, ja, ich hab... Was ist Judgment? Oh. Oh, der Error-Raum! Oh, mein Error, was? Yo. Oh, let's go! Ich nehme ein Schwarzherz mit, nehme ich an. Den schwarzen Herd. Das Eternal Heart nimmst du auf jeden Fall mit. Du kannst auch das Soul Heart noch nehmen, würde ich sagen. Okay, wer will die Anti-Magnetic Tears? Gegner werden in die Tears gesaugt. Ich glaube, ich sollte die besser mitnehmen. Das solltest du machen, ja klar. Ich habe nicht mehr, ich habe nicht weniger Leben. Das ist aber... Der Error-Raum! Das war so super bei dem einen OP-Run, den ich hatte, wo die Gegner nur noch in diesen Strudel der Zerstörung... Ja, das wird nicht passieren. Das kann ich dir versprechen. Naja. Oh. Das wenn was Ähnliches passiert. Oh nein. Aber wir wollen die Haufen in der Mitte aufmachen. Die machen nämlich Schaden. Vielleicht solltest du auf Abstand gehen. Das ist ab jetzt unser Leben. Kann die Fliege? Yo! Nimm. Gönn dir das Herz. Echt? Denn tatsächlich, obwohl ich die Gegner nicht reingesaugt habe, hast du den Schaden genommen. Nein. Warte, wirklich? Ich meine, beziehungsweise, ich kann auch... Ich glaube, ich habe Schaden genommen, aber ich kann keinen erkennen gerade. Ich weiß nicht, ob ich in dem Raum Schaden genommen habe. Ich war unaufmerksam, wie immer. Wir nehmen das, okay. Denk an die Batterien. Oh, geil. Das fühlt sich gut an. Ich habe schon dran gedacht, dass du noch nicht mal fertig geredet. Okay, mich würde trotzdem interessieren, ob das Video noch deine Meinung bezüglich meinem Punkt auf das Setting... Denn, okay. Lass uns über Johnnys Pokémon-Setting-Punkt sprechen. Ja. Wer hat nämlich auch... Chocolate Milk. Willst du versuchen? Ich meine... Bei mir wird sie nämlich ein Desaster. Wahrscheinlich, oder? Ja. Yeah. Oh, so gut. Okay. Es kann so gut sein. Kannst auch einfach spammen. Ah, okay. Nice. Also auf jeden Fall, Johnny vertritt die Meinung, dass das mit diesem... Ihr habt den Pokémon-Trailer gesehen, ich bin mir sicher, mit diesem Legends Arceus-Dingens. Und Johnny ist der Meinung, dass das Setting von dem Spiel super unangebracht und super seltsam ist. Nein. Und ich verstehe nicht, warum, also nicht, weil ich finde das Setting eigentlich ganz unangebracht. Nett. Es ist nett, es ist völlig in Ordnung, so ein Setting mal zu machen mit Pokémon. Aber jetzt, wo sie endlich mal also was Neues machen, wie du sagst, oder aus dieser Formel ausbrechen. Warum muss es dann 1:1 so aussehen wie das andere Action-Adventure von Nintendo oder wie Witcher oder wie Skyrim? Warum ist es in diesem altertümlichen Stil wie alle von diesen Spielen? Warum ist es nicht immer noch die coole Pokémon-Welt, die alle mögen? Es gibt auch super viele Open-World-Spiele in der modernen Welt. Eben, aber die... Das heißt, den Vergleich, ich meine GTA zum Beispiel. Ja, das ist wahrscheinlich populärste Open-World-Spiel. Nehme ich, aber du kannst dich abschreiten. Selbst Musik ist einfach Breath of the Wild in dem Trailer für Legends. Oh ja, sie wollen absolut Breath of the Wild Rip-Off sein, aber... Das Spiel heißt Legends. Tears up. Ich würde mir erstmal oben reinschauen, ehrlich gesagt. Und mich stört das Setting nicht, sondern ich sehe keinen Grund, warum sie das machen. Ich sehe nicht, was dagegen spricht, weil wie gesagt, hatten sie auch, ist ja Sinnoh die eine Region, wo sie diese Geschichte der Vergangenheit haben. Ich finde das genau...
Das ist so eine dumme Aussage. Das ist so ohne Sinn. Wie ohne Sinn? Aber sie hatten... Was heißt, es spricht nichts dagegen? Es, klar spricht was dagegen, so ist Pokémon halt eigentlich nicht. So, pass auf, Dark Bomb nimmt... Ja, ist es. Ja, aber Pokémon ist alles, was sie in dem Trail gezeigt haben, eigentlich nicht. Das ist ja das Interessante dran. Ich nehme es mal mit. Nein, das ist nicht interessant. Ich würde voll gerne sehen, dass sie endlich mal mit der normalen Pokémon-Reihe sowas machen. Und dann machen sie es, aber... Aber verpacken es als Zelda. Und das, finde ich, hat es nicht nötig. Man, ja, aber gleichzeitig, ich weiß, ich mag das Setting. Ich bin gespannt darauf. Ich finde es so viel interessanter als die generische Pokémon-Welt, welche halt einfach so, ich denke, modern, aber eigentlich ist es nur ein Gameboy-Spiel, wie du schon gesagt hast. Okay, dann halt, mehr ist es halt auch nicht wirklich. Dann ist das der Knackpunkt. Dann gefällt dir das Setting für Pokémon einfach besser. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde die Pokémon-Welt super. So wie sie ist, so modern und ich hätte sie gerne in so einem Stil gesehen, in einem richtigen, mit richtigen Landschaften und nicht nur so Grid. Und kleine Modellhäuser. Ich meine, würde ich auch, aber das ist nicht das, was man bekommt. Ich würde an deiner Stelle ein bisschen an dem Blutspendenmarkt spielen. Das ist ja mein Problem, dass man das nicht bekommt. Darum geht's. Wie viel? Ja, ich meine, ja, aber gleichzeitig ist halt so oder so, wenn sie irgendeine Sache neu machen, weiß ich das sehr zu schätzen. Ich würde auf 2 Herz mal runtergehen. Ja, das reicht. So, wollen wir es jetzt spenden oder wollen wir in den Shop gehen? Können in den Shop gehen? Wir haben keinen Schlüssel. Können die zumindest einmal... okay. Ja, aber falls wir ihn noch finden. Passt schon. Also, dazu will ich nochmal sagen, bevor Leute, die jetzt mein Video nicht gesehen haben oder so, ich hasse das. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das richtig coole Spiele werden. Und also, nicht von der technischen Umsetzung, aber halt... Okay, Herr Game Freak. Okay, wenn du das sagst. Nee, einfach von dem, wie die funktionieren. Klar, wenn das so die ganze Zeit rumlaggt und so, keine Ahnung. Aber ich meine, das lägt sich das Problem, die Tatsache, dass sie schon allein wieder das gleiche Kampfsystem machen wie bei den alten Spielen, ist halt so, ja gut. Sie versuchen es nicht wirklich. Ja, okay. Aber ich bin trotzdem irgendwie noch gespannt darauf, wie sie das machen. Oder es könnte halt ein Pokémon-Spiel sein, was mir sehr viel besser gefällt als die Hauptedition. So. Oh, absolut. Aber... Ich meine, die Hauptedition, ich habe Schwert und Schild als erste Edition seit X und Y mal wieder tatsächlich durchgespielt. Ich fand es an sich ganz nett, aber es ist halt... Oh, das ist fucking nutzlos, kannst du haben. Ich danke dir schön. Hier ist Spacebar-Item. Die Sache ist halt... weiß auch nicht. Leute fragen mich auch immer, dass ich einige Pokémon-Videos gemacht habe, so, oh, das Remake von Generation 4 kommt, bist du da schon hyped oder wäre es nicht cool, wenn das kommt, dann sage ich dann immer so, ja, aber... Ja, nein, das ist... Moggy ist nicht mal hyped für Breath of the Wild 2 oder irgendwas. Also, ich bin hyped auf Breath of the Wild 2, was soll das denn? Bist du... Ich meine, was heißt hyped? Wir haben halt nichts gesehen, aber ich werde es spielen. Ich habe Breath of the Wild fast 2-mal durchgespielt. Wie oft hast du es durchgespielt? Okay, es gab aber ein paar Spiele, wo ich dachte, das ist doch cool und dann dachtest du dir so, das könnte mich nicht weniger jucken und dann dachte ich so, oh, okay. Zum Beispiel. Also Moggy ist manchmal schwer zu hypen. Das stimmt. Hab kein Beispiel. Ich kann mich nicht entsinnen, was es war, leider. Ich weiß, dass es halt bei mir so ist, dass ich die meisten Spiele sowieso nicht spielen werde. Ich will dazu sagen, mich stört das Setting übrigens nicht von Legends, sondern einfach, dass es so deutlich einfach nur Zelda ist. Ja, das sehe ich. Das Zelda für Pokémon ist schon okay. Das sehe ich als Punkt. Und in meiner Welt macht das Setting nicht mal Sinn. Cool. So, du kannst das schimmelige Brot mitnehmen. Ich meine, wieso sollte es Pokébälle aus Holz geben? Das ist wie so eine Steinzeitfolge aus irgendeinem Cartoon. So viel ich bin mir ziemlich sicher, im Anime gibt es auch Pokébälle von vor 1000 Jahren, die irgendwie aus Stein sind und sowas. Ja, das ist okay, kein Witz. Aber ich dachte irgendwie, in-game wäre es so geregelt, dass sie sagen, oh ja, Pokébälle sind eine relativ neue Technologie und das konnte man noch nicht lange. Ja, irgendwie ja, aber irgendwie entscheiden sich auch mit den Monstern gelebt, ohne sie zu fangen. Gab es nicht auch so einen Zeitreisefilm, wo sie dann so einen super alten Pokéball hatten? Sie haben auf jeden Fall irgendwie das immer weiter zurück verfrachtet, da waren Pokébälle erfunden wurden. Auf jeden Fall finde ich es trotzdem sehr schön, dass sie endlich mal was anderes machen. Das auf jeden Fall. Das will ich gar nicht kritisieren. Im Endeffekt will ich auch trotzdem Pokémon-Spin-Offs wieder. Die werden wir nicht bekommen und das macht mich traurig. Ich dachte, das ist ein Spin-Off. Ich bin verwirrt, was das angeht. Fully meint, es ist keins. Ich weiß es nicht. Mir ist ehrlich gesagt auch relativ egal. Wie kann das keins sein? Ich alles daran schreit Spin-Off.
Es ist nicht, ja, mal, aber es ist nicht mal dasselbe Genre. Ich weiß auch. Ah, shit, das war dumm. Ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn das die neuen Main-Spiele sind, aber. Oh, kannst du vielleicht ein paar rote Herz für Dark Bum übrig lassen? Ich brauchte das aber. Das, für was brauchtest du das? Ich hatte keine vollen Leben. Ja, okay, ich sehe den Punkt. Das war ein halbes Herzüberschuss. Ja, nein, ich hab's nicht. Pokebälle bestehen seit Anfang an aus Aprikokos. Das ist in Ordnung. Das wäre wenigstens irgendwie noch. Ja, dann ist es halt so magisch oder so. Aber warum sind das solche Schlüsselbälle? Oh, die spielen in alten Zeiten. Das sind antike Pokebälle. Das ist ein antiker Pokeball. Die Bewohner Sinnohs kamen hierher, um. Ach, ich weiß nicht, das fuckt mich einfach ab. Welcher König hat das denn verwendet? Der König der Sinnoh-Region. Komm schon! Das ist eine erzwungene Spongebob-Referenz, verstehst du denn gar nichts mehr? Warte. Welcher König? Der König. Was? Ich komm tatsächlich nicht drauf. Was ist aus. Pass auf, Mr. Krabs mit seinem. Als er den Müll verkauft. Das antike, so, antike Nummer Suppenkeller, hätte ich gesagt, das ist ein antiker Pokéball. Ah, so, herzenstechnisch wird es die Schlinge um meinen Hals, sie zieht sich langsam zu. Das ist wirklich widerlich. Wir sollten also schauen, dass wir ein paar rote Herz bekommen mit Dark Bum, vielleicht der Soul Art und sowas daraus machen kann. Aber so viel ich weiß, war die Schweiz doch gar kein Königreich. Den Typen mochte ich, er hat recht. Er wusste Bescheid, dem kann man nichts vormachen. Das war wie so ein älterer Johnny, ich glaube, der hatte auch eine Brille. Dann muss es Johnny sein. Der lässt sich nicht übers Ohr hauen. Übers Ohr hauen. Oh! Ich weiß nicht. Das Gefühl, du lässt dich durchaus hin und wieder übers Ohr hauen. Also, oh, und wenn du geschwächt bist, ich habe eine Soundkarte, damit kann ich dich komplett auffallen. Ich hab schon wieder ein halbes Herz. Aber das ist in mich reingefallen. Ja, das akzeptiere ich. Ich lasse mir trotzdem mein nicht nehmen. Das gebe ich dir. Das Geschenk. Alles Gute. Okay, das war ein Nutzloser. So, wir haben immer noch keinen Schlüssel. Wir haben generell schon wieder. Es geht irgendwie immer, fängt es manchmal ganz gut an und dann schleicht das nur noch so. Ja. Yeah. Diese letzten drei Ebenen sind immer so ein Brei. Die letzten drei? Können da nicht. Also die. Ja, okay. Also yes, ja, Schlüssel! Doch. Ab der dritten Ebene bis Marm ist alles immer so ein Einheitsding irgendwie. Warte, wollen wir denn. Keine Highlights mehr. Und Kevin Burg, vielen Dank an deinen Resub. Wollen wir da. Ah, das ist eh nichts. Nein, Prime Sub. Grüß dich. Willkommen, Team. Willkommen, Stream. Du bist schon so lange dabei, ich hätte schwören können, du bist schon Sub. So ist das manchmal. Warum heißt das eine Isaac Repentance Video Nummer 2? Das ist der zweite Teil vom 5-Stunden-Video. Nein, ist mein zweites Repentance Singleplayer-Video. Keine Ahnung. Oh, das ist ziemlich gut tatsächlich. Was ist das? Crack the Sky. Setzen wir gegen Boss ein und wir sehen, was es macht. Soll ich's nehmen? Ja, ist ein Spacebar-Item. So, und so, dann würde ich ehrlich gesagt noch schnell zwei Bomben. Da ist nichts. Oh, okay. Wir können hier ein schwarzes Herz rausbekommen. Ah, oh, man kann den Raum resetten. Ja, so kann man die Gegner dann direkt loswerden, weil es gibt keinen Grund, die zu bekämpfen. Ich glaube, diesen Tipp hast du mir bereits letztes Mal gegeben, aber... Ja, das ist richtig. Oh nein. Ich gehe davon aus, dass mach Crack the Sky! Los! Wenn ihn Strahl trifft, ist es gut, und wenn nicht, dann schlecht. Apropos schlecht. Schlecht. Hat er noch eine Chance auf den Devil Deal, ne? Nein. Vorher. Wir sollten auch erstmal versuchen zu überleben. Ich überlebe das easy. Klar. Ich auch. So, du hast es überlebt. Dark Bum! Es ist nicht verkehrt, bei mir auf Herzen zu setzen, weil ich kann dich zumindest wiederbeleben, falls ich es noch schaffe. Full Power Energy, okay. Mit mir bist du immer... Oh mein Gott. Eine Full Health Pille. Das gibt Damage und Range. Ich denke, ich nehme das mal mit. Ja. Ja, ein HP Up. Oh, was war das nochmal? HP Up. Ah, okay. meine Leben. Ich hatte das gehört, aber irgendwie dachte ich, es wäre was anderes. Oh nein, Morgi. Ich überlege, ob wir nicht ein Secret Room suchen wollen. Kannst du nicht ein Pyjama bekommen? Ist kurz weg. Was? Ich will eine Bombe legen. Schocklied, vielen Dank auch an dein Sub. Willkommen, Team, willkommen, Stream, grüß dich. Mach's bequem. Okay. Ich leg hier noch eine. Oh, Gott! Schmerzen. So, warte. So viele.
Wo wolltest du? Warte, ich will schauen. Kann ich hier sein? Theoretisch, ja. Und von hier oben aus? Wahrscheinlich auch. Versuchen wir es von da unten. Da weiß ich nämlich, wo ich die Bombe lege. Ich habe keinen Plan, wo du hin willst. Achso, okay. Okay. Oh, wow. Kein Geheimraum für mich. Wir haben auch keine Bomben mehr übrig. Hier kann doch eins links sein, denke ich. Also siehst du, er kann da links unter meiner Karte sein, quasi. Aber ich würde einfach weitergehen an dem Punkt. Unter deiner Karte? Also du meinst... Also ja, unter dem Effekt. Ah, okay, ja. Aber ich würde einfach... Entscheid du, mein Freund. Ich würde abhauen. Ich vertraue auf deine Lebenserfahrung. Ah, das ist ein großer Fehler. Lasagne-Typ, auch an dich. Vielen lieben Dank für den Prime-Sub. Grüß dich. Außerdem die Genossenschaft und all die anderen Resubs, die zwischenzeitlich reinkamen. Mach's bequem, dankeschön. So. Versuchen wir doch mal nicht zu sterben. Wir sollten noch mehr Off-Topic reden, dann spielen wir besonders gut. Oh, nicht sterben läuft gut. Haben wir noch eine Wette? Das sieht gut aus für mich. Wir haben schon wieder die gleiche Wette gemacht. Aufgrund der Wetten werde ich Moggy jetzt immer sabotieren. Es hat sich jetzt schon gelohnt, die Wetten zu machen. Oh nein. Oh nein. Wir sind ein Team. Nein! Ha, du bist tot. Oh, ich hätte den HP-Up mitnehmen sollen. Ja. Das ist halt irgendwie, ich hasse es auch, dass ich, als ich Dark Bomb hatte, dass ich einfach, wie viel Herz hat Dark Bomb gedroppt? Eins? Ich kann nicht wieder. Seit ich ihn mitgenommen habe, ich glaube, er hat ein schwarzes Herz gedroppt und das war's. Haben wir noch einen Hype-Chat? Ah, nee, das war die Wette. Das macht Sinn. Das ist doch Schwachsinn! Warte, was war das nochmal für ein Item? Wie? Morgi? Das Spacebar-Item, das ich habe? Crack the Sky, damit kommen so Strahlen vom Himmel. Das wirst du eher gegen Bosse einsetzen. Hast du? Ach ja, ich erinnere mich, ich hab's ja schon einmal Dark eingesetzt. Bomb wurde auch geschwächt. Ich weiß, dass er geschwächt wurde, in dem Fall er war einfach nur schwach. Oh nee, das ist nicht gut, traust oder? Du dich? Ich weiß es nicht, was ist das? Mom's Pearl. Was ist das? Also, wenn was du getroffen das? Wirst, während du auflädst, du gibst dann drei Schüsse gleichzeitig von dir, was in Kombination mit deiner Chocolate Milk super stark ist, denke ich. Es wurde gebufft anscheinend auch. Oh! Das Problem ist nur, wenn du getroffen bist, wenn du auflädst, wirst du aus dem Raum geworbt. Verstehe. Ja gut, ich kann ja aber so machen. Nein, das ist jetzt aufladen. Siehst du die Chargebar über dir? Ah, okay. Aber jetzt nicht. Cursed einig, Mom's Pearl. Verzeihung. Okay, das zählt wahrscheinlich alles. Soll ich irgendwas... Ich kann ja eh nicht in den... Ach nee, ich kann ja auch nicht rüber, oder? Immer schön aufladen, wenn du also aufgeladen hast, wenn du Raum betrittst. Genau. Ah, verstehe. Mhm. Der Dark Bomb gerade war auch der Bomb wäre auch gerade gut, was er mitzunehmen, aber wir müssten über Stacheln drüber. Ich würde es nicht machen. Ich kann dich noch wiederbeleben. Mhm. Das Feuer auszumachen bringt nichts, weil du da nicht ran kannst. Alle deine Hoffnungen setzt du in mich. Also siehst du deswegen, sowas irritiert die Leute, deswegen bin ich so langsam. Weil ich einfach Dinge tue, die man nicht machen muss. Boah. Es ist ziemlich stark Kombination mit Chocolate Milk, habe ich das Gefühl. Ich hab Bock. Ich hab vergessen, dass es mal getroffen ist. Werden, wenn du auflädst. Oh, das macht auch nicht so viel Schaden, wie ich erhofft hatte. Das macht überhaupt nicht so viel Schaden, wie ich erhofft hatte. Versucht die bösen Jungs loszuwerden. Oh, siehst du, ich wurde getroffen, aber ich habe mich aufgeladen. Weil ich wusste, dass ich gleich getroffen werde. Ja, das ist. Siehst du, ich wurde getroffen, aber ich habe mich aufgeladen. Das ist ein Riesenproblem. Das läuft alles nicht so gut, habe ich das Gefühl. Oh Gott. Nein! Oh, was? Ich wurde nicht rausgeportet? Wie? Da frage es nicht, nimm das. Geschenke kriegen, so das ist Secret Room. Schau dir das mal an. Schau mir das jetzt gar nicht an, ich werde diesen Kampf niemals schaffen. Ja, folgende Sache, wie du diesen Kampf schaffen wirst. Du musst mit der Fliege arbeiten. Ich verrate jetzt ein Geheimnis bei Mom's Foot, okay? Stimmt, die Fliege. Die Sache ist, wenn das Einzige, was an ihr Schaden macht, ist das Stampfen an sich. Wenn sie erstmal, wenn der Fuß erstmal am Boden ist, kannst du reinrennen, ohne Berührungsschaden zu nehmen. Ach, komplett rein, so richtig durch und so? Ja. Ich kann den Fuß richtig durch. Du kannst Nudeln. Den Fuß richtig okay. durchnehmen. Krampfader Verstehe. Für Krampfader. Okay, perfekt. Geh in den Arcade Room! Ja, stimmt. Ja. Oh. Der Fuß macht mittlerweile Schaden, oder nicht? Das wurde gepatcht? Was? Oh nein! Ja, du kannst sie wegsprengen, alle.
und schauen, ob du Herzen ausbekommst. Es wurde gepatcht, wie es wurde gepatcht. Der macht Contact Damage. Ich meine, ich habe echt. Oh, fuck. Oh, ist das Spiel an den Automaten, bitte. Schade. Spielen oder sprengen? Ich meine, ich würde sie sprengen und kannst auch dran spielen und schauen, ob du Herzen ausbekommst. Nur bei dem da unten dauert es halt ewig. Ja, aber der kann ein Item droppen. Ja, aber das Item ist fucking nutzlos. Ich weiß nicht, was er für Items droppt. Der bringt das aggressive Fliegen neutral dir gegenüber sind, diese Items. Ich kann Item in den Shop gehen. Er hat früher keinen Contact Damage gemacht, nur das Stampfen. Sollte ich in den Shop gehen? Oh, let's go. Oh, yeah, du solltest in den Shop gehen. Ja, okay. Absolut. Ich würde den in der Mitte noch wegsprengen gerade eben. Oh. Der muss auch noch dran glauben. Der Run ist sowas von durch? Nah. Tut mir leid, Bro. Wir haben gerade erst angefangen. Damit findest du mehr rote Herzen. Okay, das ist gut. Der ist nicht durch. Ich kann ja Morgi wiederbeleben, Jungs. Wisst ihr, was aktuell ich muss das nicht die ganze Zeit allein machen. Der Snack meiner Wahl ist von Bio Natura die Honigwaffeln. So Mist. Ich meine, gut, 6 Stück kosten 2,50 €, aber ich sag's euch, sie haben den Honiggeschmack, nachdem ich mich sehne. Oh, ich muss gar nicht voll aufladen. Oh mein Gott, da kommen dann ja schon 2, 3 raus. Das war knapp. Ich muss einfach nur rechtzeitig loslassen, bevor ich getroffen werde. Das dürfte doch kein Problem sein eigentlich. Warst du schon mal im Honigbienenkönigreich? Das Honigbienenkönigreich findet gerade meinen Mund statt. Hör mal auf. Versuch diagonal zwischen den Stacheln durchzugehen und dann gib ihm dein Geld. Der kann nämlich ein HP abdroppen. Ich dachte, du willst mir irgendwas mit dem Honig in deinem Mund zeigen. Pass mal auf. Und dann machst du wie so eine Honigblase oder so. Oh, das hat geklappt. Gute Arbeit. Was? Das hat keinen Schaden. Ich dachte, gerade. Du hättest es geschafft, eine Honigblase zu machen. Ich muss von diesem Honig wegkommen. Ich muss in-game denken. Oh mein Gott. Was sollte ich machen? Ihn sprengen? Nein, gib ihm mein Geld. Okay, der droppt ein Shop-Item dann. Ah, oh, gib das her. Lava ist fantastisch, gibt 2 rote Herzen. Oh Gott, das liebe ich. Hey. Hast du ein HP ab? Ja. Wenn ich das richtig sehe. Oh, ich bin gut darin. Ich bin gut darin. Und noch 2 Herzen. Okay. Ich gehe zu Mom, oder? Ja. Ich meine, was sonst? Oh. Und wenn du in die Arena reingehst, dann droppst du direkt die Lovers-Karte. Okay. Spacebar-Item aufladen, please. Wo soll es denn aufladen? Habe ich noch eine Batterie irgendwo rumliegen? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, so krass war es auch nicht. Wenn es trifft, macht es super viel Schaden, aber... Ich muss ja wirklich nur gucken, dass... Was heißt nur, aber... Ich darf halt nicht die ganze Zeit aufladen, so. Versuch mit der Fliege aber irgendwie welche von den Körperteilen, die aus der Tür rauskommen, so zu erwischen. Siehst du, weil das ist ja nicht schlimm, solange ich zumindest nicht auflade. Ich stehe immer hier unten. Aber das ist wahrscheinlich... Oh ja, das war jetzt... Nee, das war scheiße. Oh mein Gott! Morgi, ich kann das nicht koordinieren, das ist so viel auf einmal. Ja, ich weiß, es ist... Fuck. Das Problem ist, es wäre an sich machbar, aber Cursed Eye erschwert die Sache ungemein. Ja, dieses rausgepottet. Vor allem ist dein Damage auch super shit. Oh, hey! Das erhöht deinen niedrigsten Stat, du musst gegen 2 Bosse kämpfen. Ich glaube, ich gehe lieber. Oder ich werde ja eh rausgeportet. Damage. Ich werde eh rausgeportet, wenn die mich treffen. Naja, das kannst du im Vorteil nutzen. Ja, manchmal schon. Aber den könnte ich auch noch taken, denke ich. Ja. Yeah. Ja, yeah, Mom's Pearl war... Könnt ihr denn glauben, dass Mom's Pearl ein Fehler war? Nein. Immer, wenn man denkt, man hat alles gesehen. Ich hab du so hast die Lamas Karte, setz die ein. Ohne Sinn. Puh, okay. The Lovers. Habe ich es Mom's Pearl genannt? Wie soll ich es denn jetzt machen? Soll ich einfach versuchen, nur mit der Fliege zu kämpfen? Dann bin ich vielleicht nicht so überfordert. Ich würde fast sagen, ja. Ich probiere es einfach mal. Ich sag immer, Gott, es gibt halt dieses Trinket namens Mom's Pearl, das sieht genauso aus wie Cursed Eye. Und deswegen so verwechsel ich immer, welches ist. Ich nenne Cursed Eye immer Mom's Pearl. Ich denke mal, es heißt Mom's Pearl und dann Untertitel ist Cursed Eye. Das hat schon mal nicht funktioniert. Eventuell gehört das generell nicht so gut. Die dreht sich immer um mich rum. Das ist so der große Nachteil von ihr. Oh mein Gott, das wird überhaupt ja, nicht. Ja, ich glaube, das wird noch weniger hinhauen. Warte, wobei, wenn ich muss ja eigentlich immer, Moment, ich bin ja auch noch da. Ich muss im... Ah ja, ich bin im falschen Kreis gelaufen. So muss ich es machen.
Warte. Hä? The fuck? Warum trifft mich alles? Das ist ein Herz! Nimm doch Schaden, guck dir das an! Die Fliege hat einen viel zu kleinen Hit-Dings. Ha! Wenn du willst, können wir nach dem Run dann noch einen Singleplayer-Run machen, wo ich dir assistiere. Ich werde sowas von, ja, wenn du möchtest. Ich werde sowas von, Ich will nicht sagen, dass ich nicht an dich glaube in diesem Run, aber... machen wir uns mal nichts vor. Kannst du nicht übernehmen. Das Fieseste ist einfach, dass ich, wenn ich getroffen werde, rausgeportet werde. Sonst wäre es gar kein Problem. Nein, sieht nicht so aus, Mom's Person Drink. Oh. Ich muss sowas wie ein No-Hit-Run machen. Oder No-Tears. Eins von beiden. Hör ich da No-Hit-Run? Bam, 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 badam, bam, badam, bam, 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 badam. Ich weiß nicht, warum da die Captain-Ballon-Musik anfängt zu spielen. Warum ist der Raum wieder da? Achso, weil ich da nicht war. Keine Sorge, du bist wieder draußen. Ich will nicht mehr, ich sterbe. Nein, nein, du machst es jetzt zu Ende. Oh, der goldene Schlüssel. Ja, oh ja, vielleicht bekommst du ja noch ein paar Herzen raus. Ja, ich werde mein Leben hier vergeben. Da kann ich auch eine Fliege rauskommen, die dich angreift. Ich meine, selbst wenn ich die bekomme... Wenn ich jetzt die ganzen Leben voll bekomme, ich weiß nicht, ob das was ändert. Alles, was irgendwie perlig aussieht, lass ich liegen. Was, wenn du also sagst, du findest, du gehst einfach, gehst in den nächsten Club und dann siehst du eine richtig glänzende Perle da liegen und dann sagst du, na, die lass ich liegen. Ja, du bist sowas von tot. Ja, das wird nichts. Die Herzen kann ich auch nicht holen. Wie viele SpongeBob Theory Videos gibt es darüber, wer ob Mr. Krabs Perle nur adoptiert hat und wer ihre Mutter ist? Ich sage mindestens 12 von Leuten, die es ernsthaft versucht haben. Es gibt die Skin Theory, es geht so eine Stunde oder so. Ich habe es mir komplett angeguckt und es ist der größte Müll. Also das wirklich, das kann man so instant widerlegen und alles. Es macht irgendwie Spaß. Aber ich fand noch nie eine Theorie so dämlich wie die Skin Theory aus Bikini Bottom. Und die wäre? Dass alle da nur in Kostümen oder in so, dass es in Bikini Bottom normal ist, eine falsche Identität zu haben mit Körperteilen, die einem eigentlich nicht gehören und so. Und als Beweis dafür gibt's den Gorilla. Ja, der spielt tatsächlich eine große Rolle. Oh, mir so fällt dem nichts anderes ein. Ja, und auch dieser Typ, der muss man schon ihm den Kopf abreißen und die in der Klinik für Gesichtsschurige haben gesagt, dass es niemandem auffällt. Was eindeutig so absurd ist, dass das der Joke ist. Und ich meine, ja, er sagt ja ganz offensichtlich, dass es nicht normal ist. Er hat gesagt, dass er war beschämt, dass Leute es herausgefunden haben, dass es in der Hinsicht anders ist. Es gibt in Bikini Bottom, wie es aussieht, also eine Klinik, die extra sowas macht. Sehr merkwürdig. Warte, was haben wir sonst noch für Belege? Wir hatten Gorilla. Den Typen, den kann man nicht gelten lassen, weil das ist ganz offensichtlich nicht normal. Ich hab die ganze Stunde gesehen. Aber willst du dafür vielleicht eine Discord-Übertragung aber anmachen? Ich bin mir ziemlich... Wofür? Ach so, ja. Du hast keinen Bock mehr. Nein, du kannst auch so laufen lassen, alles gut. Machen wir so weiter. Du hast keine Lust mehr zu spielen. Oder wollen wir noch einen Multiplayer-Run machen? Ich würde einen Multiplayer-Run immer gerne machen. Okay, wir machen noch einen Multiplayer. Dann liegt es nicht alles an mir und ich bekomme nicht so hin, wie langsam ich bin. Und geht zum Skin Theory, ja. Ja, und dann fühlt es sich nicht so an wie eben, als du schon tot warst und ich Mom alleine taken musste mit einem unfassbar dummen Effekt. Ja, das war sehr stressig. Ich würde nicht nochmal so einen Run wollen, wo du mich die ganze Zeit beobachtest. Das weiß ich, nimm auch, Isaac. Versuchst durchzuleiten und der Chat mich judged. Es gibt so viel für Skin Theory, was dafür spricht, ist verrückt. Ja, aber was hatten wir sonst noch? Es gibt extrem viel in diesem Video und alles davon ist wirklich, wirklich dumm. Das ist genauso aufgebaut wie alle diese Theorie-Videos, wo man immer denkt, oh mein Gott, ja, stimmt das auch noch und so, aber es ist einfach immer nur, klar, es ist ja auch Absicht, ne? Also ist es nicht so, als würde es mich wirklich wütend machen, der Typ weiß das ja, aber es ist einfach immer falsch interpretierte Pointen, das frustriert mich. Achso, ja, der Auflauf ist immer hinaus. Ja, natürlich, weil es ist halt die Pointe von dem Joke und dann so, habt ihr darüber schon mal nachgedacht, wie fucked up das eigentlich ist, so, ja, Mann. Allein, ich glaube, das war nicht Teil das war nicht mal Teil der Theorie, aber allein die Szene mit dem, du und ich sind wie Brüder.
nur noch enger verbunden. Wenn man da draus machen würde, oh mein Gott, wie abgefuckt, hä, meine Kindheit so. Ich habe schon mal eine Creepypasta gelesen, ich weiß, wie das funktioniert. Das wäre so dumm, das wäre so unangebracht bei SpongeBob. Das Ding ist, der Typ macht offensichtlich einen Joke daraus, das macht so unterhaltsam. Ja, aber was sind noch für Punkte, die dafür sprechen, außer Gorilla? Das Video war echt in Ordnung so, aber... Also wirklich gar nichts gegen den Typen, es ist einfach mega unterhaltsam, das ich sag auch nichts dagegen, ich will nur wissen, was haben wir sonst noch für Punkte, außer Gorilla? Ich könnte mir sogar vorstellen, selber eine Parodie auf Conspiracy Theories zu machen. In dieser Art, also so hat das wahrscheinlich auch gemeint. Oh. Ja, ich würde Sword Art mal noch liegen lassen. Das ist auf dem Weg in die absichtlich alles so interpretiert, logischerweise. Oh, das ist ein Camouflage-Wurm. Oh, der ist getarnt! Der ist ja direkt vor mir entstanden! Ich schrei gleich ganz laut! Ich wusste nicht, dass... Vorsicht, ich beiße gleich! Ich wusste nicht, dass da oben noch ein Gegner ist. Wollen wir den Shop? Ja, okay, weißt du was? War ganz gut, dass du es mitgenommen hast. Ich will den Goldraum. Im Shop können wir nicht viel machen. Wolltest du dich beschweren, dass ich es eingesammelt habe? Ich wollte mich beschweren, aber dann ist mir aufgefallen, dass du fast tot bist. Ja, das war der Grund. Stell dir mal vor, wir könnten die saftigen Herzen mitnehmen. Hey, Mystery Gift. Ich hab's mir vorgestellt. Es gab mehr als einen Fall, dass jemand den Kopf abnahm. Thaddeus trägt ein Lachskostüm und den Rest habe ich auch nicht mehr im Kopf. Ja, das mit dem Kopf abnehmen haben wir schon abgehakt, weil es ganz offensichtlich nicht normal ist, dass er es macht. Nimm das Herz mit. Das war auch die Sache. Das Video ist ganz lustig. Ich dachte, du würdest es mitnehmen wollen. Aber auch zu lang gezogen, ganz auch. Also die Szene mit dem Lachskostüm ging eindeutig zu lang, wie ewig er argumentiert hat, wie merkwürdig das wäre, wenn jemand im Menschkostüm unterwegs wäre, was aussieht wie ein gekochter Mensch und gar nicht wie einer der Fische da und irgendwie den Körper inside out. Und ich dachte mir so, doch, klar, genau solche Kostüme gibt's. Stell dir vor, jemand würde in sowas tragen. Stell dir vor, man würde als Zombie zu Halloween. Oh, hey, listen. Oh, das ist fürchterlich. Die Fee fliegt zu Geheimräumen. Wir haben mal keine Bombe. Fliegt sie da schnell hin oder muss man immer so abschätzen, dass sie gerade eventuell auf dem Weg ist? Naja, schnell ist jetzt relativ. Sie also fliegt auf jeden Fall wohin. Okay. Ich würde sie jetzt nicht schnell nennen, glaube ich. Sie ist aber nicht straight dahin geflogen. Hey, und zum Tinted Rock. Hat sich einen kleinen Umweg gegönnt, ich weiß ja nicht. Oh Gott. Ob das so hilfreich ist. Da muss man ja mal warten, bis sie... Das war ein Fehler, dass wir beide Isaac genommen haben. Vor allem, weil wir nicht rerollen können. Wollen wir noch mal bei dir einen Run machen? Können wir. Mit bisschen mehr coolen, freigeschalteten OP-Items. Zeigt auch Crawl Spaces. Das ist tatsächlich hilfreich. Ich weiß nicht mal, was das ist. Oh, diese Dinger unter dem Stein. Das hatten wir schon. Ja, genau, wo wir unter dem Shop reinkommen. Ja, ich bin so gut wie tot. Mein Gott. Ich hoffe, du schätzt, dass ich für dich die Projektile abgefangen habe. Hey, willkommen zurück. Oh, schön. Wer nimmt den Holzlöffel? Komm schon. Ich nehme den mal. Die Peitsche. Ich wurde ausgepeitscht. Und ganz du? Im Ernst? Oh Gott, wieso sehen wir trotzdem so ähnlich aus? Du wirst mit dem Kochlöffel gehauen. Hauen wir ab. Da nahm der Koch den Löffel und schlug den Isaac zu Brei. Da kamen viele aus dem Schnickerbu, frischer Sub, wie wir den Schnickerbu. Habe ich Lasagne-Typ mich schon bedankt für den Prime-Sub? Dankeschön. Willkommen Team, willkommen Stream. Meinst du Garfield? Ja. Ich mag Lasagne nicht so gerne. Ich finde Lasagne ehrlich gesagt... Ich meine, ich wüsste nicht, warum ich jemals in irgendeiner Situation Lasagne tatsächlich Spaghetti bevorzugen würde. Ich meine, irgendwo ist es eine krassere Version eines Nudelauflaufs, das sehe ich. Aber ansonsten würde ich jede Pasta bevorzugen, denke ich. Ja. Aber die 100-Stunden-Lasagne, die hat mich immer beeindruckt. Die hätte ich gerne mal probiert. Die sah gut aus. Was ist die? Das ist von diesem Channel, ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht immer so 3 Tage Burger oder... Okay, das geht ein bisschen, jetzt würden die ablaufen, aber nimmt sich immer extrem viel Zeit zum Kochen. Das sind richtig ästhetische Videos und ich glaube, sie würden dir sehr gefallen. Naja, auch, weil die Kameraarbeit da ganz cool ist und so. Hey, Bombs are key. Wir haben eine Bombe. Sind sehr entspannt und meditativ irgendwie. Sind gute Kochvideos. So ein bisschen wie meine Faszination für das Nudelvideo, was ich dir mal gezeigt habe. Mit dem, wo die so Ramen oder Soba-Nudeln selber machen. Na, okay, ich dachte, da wäre ein Crawlspace.
Lasagne ist so viel besser als Nudeln. Aber ich würde mir jetzt auch gerne einfach mal... Ich stell mir vor, du bist, bist der Typ, der einfach dem Nudeln zu umständlich sind. Deswegen macht er sich einfach so Lasagneblätter im Topf warm. Solche und dann packt er ein bisschen Käse drauf. Ja, ich und er isst sie mit der Hand im Sandwich. Ich weiß, dass dieser Typ da draußen existiert. Vielleicht schaut er auch gerade zu. Du meinst, er macht keine Lasagne, sondern er hat die Platten und macht sich Pesto dazwischen und ein bisschen Käse. Oh mein Gott, er macht die Platten im Ofen. Ehrlich gesagt, das ist eine gute Idee. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Beziehungsweise er macht die Platte im Topf und dann kommt der Ketchup rein. Das ist die Lasagne nach Hausmannsart. Oh, aber das sind Lasagneplatten rot-weiß. Shit! Wir können mal hören mit dem Shop. Das ist ein Ketchup-Mayo-Sandwich, wie ich es mir vorstelle. Wir haben keinen Schlüssel. Mit Hermit, mit der Karte. Achso. Das macht Sinn. Es gibt Leute, die Platten nicht erst kochen vor dem Essen. Es gibt Leute da draußen, die sich Lasagneplatten kaufen und sagen, oh, na gut, dann hauen wir mal rein. Das beste Lasagnenvideo ist bei weitem das von Paris Hilton. Das klingt ehrlich gesagt gut, ich hab's nicht gesehen, aber klingt nach Content. Es gibt mir Hasselhoff-Burger-Vibes. Warte mal. Ja, genau. Ich meine, das ist doch Content. Es ist Content. Sag mir nicht, dass du kein Fan vom guten Hasselhoff-Burger bist. Ich bin Fan vom guten Hasselhoff. Du bist der Erste, ich wollte gerade sagen. An den ich denke bei diesem Mann. Das was stimmt soll das wirklich jetzt heißen? Ich weiß nicht. Warum hattest du gerade keine Lust, durch die Tür zu gehen? Ich habe gerade im Chat geschaut. Mir ist gerade wieder... Warum ist hier... das ist ein... Nee, okay, ist ich schau nach dem Boss mal rein. Okay, da ist das Schlafzimmer. Warte, wo ist der Boss? Ach, da oben links. David Hasselhoff hat ein Lied mit Blümchen gemacht. Das Alter, kam Blümchen vor. Hat gute Lieder. Mir war es nie so wirklich bewusst. Mir war Blümchen immer egal. Aber Alter, die ballern. Die pumpen richtig rein. Nee. Auf jeden Fall. Nicht? Ich weiß nicht, ich kenne nicht so viel, ehrlich gesagt. Mir fällt es schwer, es auf nicht... Oh, das war... Ja, oh, ja, Keller frei. Es ist nicht auf unironische Art zu mögen. Auf jeden Fall. Oh, 99% Devil die Chance verloren, weil du von der Fliege erwischt wurdest. Ja, weil ich... Oh mein Gott. Wir hätten... Oh mein Gott. A Ledge King gibt, glaube ich, ein Soul Heart. Immer ich. Und Lucky. Willst du das mitnehmen, Todd Foto? Gibt höhere Feuerrate und sowas. Okay. Wir können in den Goldraum. Oh yeah. Auf jeden Fall, sie haben ein Lied zusammen gemacht vor, ich habe keine Ahnung, vor eineinhalb Jahren oder so. Und dann gibt's halt, ist halt so ein, hat so ein Video vom Live-Auftritt und da ist so eine seltsame sexuelle Spannung zwischen ihnen auf der Bühne. Oh, das ist shit. Oh, was? Das macht nichts. Und ja, es ist super seltsam, weil es so eine, man sieht das, man denkt sich so, ja, yeah, er hat, könnte es nicht Vater, er hat an der Blume gerochen. Oh mein Gott. Er hat das Blümchen gepflückt. Da war schon ein großer Altersunterschied, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, ich schäme es nicht, ich wollte es mir nur gerade vorstellen. Die. Also es ist einfach so diese Spannung, wie sie auf der Bühne interagieren und so. Sonst denkst du so, Die ist einfach nur so. Haben die sie. Die sollen sich kein Zimmer nehmen, ich glaube, die haben sich eins genommen. Das ist diese andere Art von sexueller Spannung. Hat die sich ein Zimmer genommen? Die sollten sich ganz nehmen. Die haben sich ganz genommen. Oh Gott. Meinst du, sie kriegt manchmal noch eine SMS von ihm mit? Ich liebe dich. Was? Herz an Herz. Hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Ich kann mir vorstellen, dass der Hasselhoff SMS verschickt. Noch immer. Weißt HP du, wer TikTok up, speed hat? Down. Rick Astley hat TikTok. Und er macht sehr viel zu seinem eigenen Song. Ich dachte, er hat gesagt, dass er tot ist oder so. ich gebe zu, der Gedanke kam mir wahrscheinlich auch. In dem Moment. Was ist das hier für ein schwebender Haufen Scheiße? Ich glaube, das kam wegen der Bohne, die ich habe. Aber ich weiß was nicht, was ist das für ein Wölkchen? Warum kann man das bewegen? Nein, hier ist kein Wölkchen. Ach, das musst du dir einbilden. Oh, ich riech gar der Mann nicht. Hat sein Kit-Auto verkauft. Hasselhoff, hat er das? Gehört das nicht der Produktionsfirma?
Vielleicht haben sie es ihm geschenkt oder er hat es gekauft und dann verkauft. Hm. Ja, dann wäre es ja in Ordnung. Ich meine, lass den Mann verkaufen, was er verkaufen will. Der Gegner war wirklich nervig. Seine Seele ist. Die ist längst weg. Die liegt. Warum sind deren Gesichter so nah beieinander beim Singen? Ja, das ist die Frage. Die sind nicht nur beim Singen nah beieinander, glaube ich, langsam. Ich meine, das ist in Ordnung, denke ich. Wird auf Gegenseitigkeit beruhen. Oh. Glaubst du? Meinst du, Hesloff hat Hebel? Also hat das genug Macht, um da irgendwas... Oh, definitiv, wenn er das will. Mm, okay, das gefällt mir nicht. Aber ich denke nicht, dass... Ich denke nicht, es wird so, als würde es auf Gegenseitigkeit basieren. Aber auch gleichzeitig ich mein, ein bisschen zu viel, das macht Blümchen es unangenehm. Könnte ich mir von seit Anfang an vorstellen, dass da irgendwie... Dass sie es eigentlich nicht wirklich machen wollte. Dass es einfach irgendwie passiert ist oder irgendein Vertrag war. Läuft das bei vielen. Aber gleichzeitig könnte es auch sein, dass... Ja, gleichzeitig könnte es auch sein, dass es ihr absoluter Traum war. Ich will da nichts assumen. Ich donate mal. Ich weiß nämlich nicht. Ich glaube, wir können nämlich eigentlich nur Schrott im Shop machen. Nehmt euch ein Beispiel, Zuschauer. Okay. Oh, warum habe ich die 70 gemacht? Jetzt sind's... Oh. Los, war sie eine gute Batterie? Ich weiß nicht, ja, wir haben auch kein Spacebar-Item, also den Punkt können wir das Geld auch einfach reindonaten. Ich bin enttäuscht. Vielleicht könnt ihr auch machen. Das habe ich eben gesagt. Du hast es nicht wirklich? Ja, jetzt ist das richtig unangenehm. Aber zum ersten Mal harsch besiegt, das fast bei Switch durchs Zimmer geflogen. Der Joke wurde jetzt in einer Minute zweimal gemacht. Das ist okay. Ich war schon mal auf YouTube. Ja, mein neuestes Video ist im Großen und Ganzen. Später. Meine Videos sind sehr oft ein Joke für 5 bis 10 Minuten. Ich meine, die Sonic Review war nicht wirklich abwechslungsreich. Ja, aber was ist das für ein Beispiel? Von wann ist das? Ja, das war ein random Video von vor 5 Jahren. Also mein Sonic Video. Naja, es war kein random Beispiel, weil Maxi mir immer gesagt hat, ich wollte das Video mögen, aber der Joke ging zu lang. Und dann dachte ich mir, aber es ging darum, wie lange man die Parallelen durchziehen kann. Der Joke ging nicht zu lang, was? Ja. Der ging so lang, wie er... Oh, was zum Fick ist das da links? Warte, pass auf, wir versuchen Beiß mitzunehmen. Okay, stell ich da hin, wo ich hin bin ungefähr. Dann bei 3 laufen wir runter. Warum? Ja, können wir vielleicht Beiß mitnehmen? Okay. 1, 2, 3. Naja, das Problem ist der Delay. Ich bin sogar noch extra früher losgelaufen, aber du warst so viel eher. Ich bin sehr froh, dass ich zu Amygdala wurde. Wieso hat der Discord-Delay sich nicht mit dem Spiel-Delay ausgeglichen? Wie kann es sein, dass du trotzdem so früh losgerannt bist? Ich weiß nicht, weil ich kann auch generell gar nicht einschätzen, wie der Delay ist. Wahrscheinlich nicht stark, oder? Wie schnell reagieren deine Tränen? Okay, ich drück einfach mal laut, okay? Das ist bei mir 1:1. Bei mir das nicht, heißt, aber es ist heißt, ziemlich gut inzwischen. Ja, das heißt, es ist ungefähr der Discord-Delay auch. Ja. Schneller geht's dann vermutlich nicht. Das ist schon eklig. Was stimmt damit nicht? Hast du die Bloodborne gespielt? Hast du die Isaac gespielt? Nee, das ist ganz offensichtlich eine Dark Souls-Referenz. Ja, aber Isaac ist eklig. Also die Person. So auf der menschlichen Ebene. Ja, es ist einfach. Ich habe gerade den Damage ruiniert fürs Protokoll. Aber vermutlich stimmt es wirklich. Der lügt sich das doch alles zusammen. Das sind irgendwelche Hirngespinste über seine ach so schreckliche Familie. Ja. Yeah. Man sollte ihm bloß keine psychologische Hilfe geben. Das will er doch nur. Was sollen die Nachbarn denken? Ja. Er will nur Aufmerksamkeit damit. Ah, ich will das. Du hast nicht vorhin schon die höhere Feuerrate. Du bekommst das Range ab, du Glücklicher! Yay! Das hattest du vorhin, oder? Ja, ich glaub schon. Was soll das hier? Diese Wolke irritiert mich. Aber pass mal auf, ich würde gerne in den Cursed Room noch reinschauen. SpongeBob, wir haben da einen Stinker. Das ist schon eklig. Ich meine die Cam. Stimmt mit der Cam nicht? Ja, die gute, die hat eine akzeptable Qualität. Ich habe direkt meine auch gecheckt. Manchmal kriege ich bei sowas einen Schreck, dass ich irgendwie die gesamte Zeit über in der falschen Szene streame oder so. Obwohl es dafür gar keinen Anhaltspunkt gibt. Manchmal denke ich so, was wenn? Okay, einer... Oh, jetzt die doppelte Retrovision. Warte, wirklich? Retro. Oh, stackt leider nicht.
Das wäre aber wirklich super, das wäre so. Sie haben Retrovision überarbeitet, es ist nicht mehr einfach nur random Pixelfilter, sondern die Charaktere sehen nicht mehr komplett fürchterlich aus. Meinst du, Retrovision sieht nicht mehr so random aus, wie es davor der Fall war. Das müsste trotzdem ein Filter sein. Ich glaube nicht, dass sie sich die Mühe gemacht haben, für jedes Aussehen neue, also eine. Ja, ich glaube, die Pilze gerade eben waren nicht einfach nur. Ja, die Haufen sind definitiv ein Filter. Und Isaac? Nee, nicht wirklich. Isaac, sie sind. Oder sie haben eine niedrigere Auflösung gemacht. Ich mag, wie die Fliege keine Rolle gespielt hat. Sie war einfach auf einer anderen Realitätsebene. Ich würde nicht sagen, dass der neue Retro-Effekt gut aussieht, aber sieht besser aus. Die Fliege war nicht, hast du es gemerkt? Sie war nicht gepixelt. Oh ja, wir können die Geheimräume mitnehmen. Ah ja, wir haben ja die Fliege. Freundin. Du lässt dich doch gleich entfliegen. Oma will ihn kriegen. Hä? Das ist irgend so ein schreckliches, weiß nicht. Hast du mal einen Krokodil? Wie nennt man das? Beantworte bitte die Frage. tatsächlich, ja. Wie kommst du auf diese unfassbar interessante Frage? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade mal, ich frage mich, ob Johnny Krokodok hatte. Was, werde ich jetzt gejudged? Nein, ich wollte einen haben. Gibt es irgendeine Krokodok-Image-Sache, von der ich nicht weiß, dass man dann so ein verwöhnter Haufen Scheiße ist oder so, wenn man einen bekommen hat? Ich meine, das ein bisschen, aber gleichzeitig. Hey. Was? Krokodok ist nicht. Oh Gott, dieser Raum hat nicht unsere beste Leistung. Ja, aber war noch über Stacheln. Das ist das Problem, ja. Warte, was ist denn. Ich wollte einen lustigen Joke darüber machen, über so ein anderes Spielzeug, was nie irgendjemand besessen hat, weil es jeder halt eigentlich wollte und alle waren zu arm dafür oder so. Dr. Bibber. Nee. Das hatten welche. Ach so, zum Beispiel. Ich nicht. Freund von dir? Tatsächlich nicht. Ein guter Freund von mir. Nein, tatsächlich. Oh Mann. Ich hatte auch Lotti Carotti, aber das waren die beiden einzigen Sachen, die so. Löst dich einfach zu sehr von der Werbung beeinflusst, glaube ich, langsam. Das war wirklich alles. Ich hatte nur Lotti Carotti und den Krokodok. Kriegt mich nicht. Und, Lotti Carotti, das total verrückte Hasenrennen. Was meinst du mit beeinflussen? Ich versteh's nicht. Lotti Carotti, das Spiel mit der Carotti, habe ich mir mal überlegt. Ich dachte mir mal, es wäre so cool, wenn sie es sagen würden. Joni Carotone. Spider-Lauf. Willst du? Nee. Okay. Irgendwie nicht. Warte. Können wir hier kurz. Dazu habe ich keine Werbung gesehen, dem vertraue ich nicht. Weißt du, was ich mich immer frage? Und das, was das Allerschlimmste ist, ich finde davon nämlich auch, ich finde einfach keine Werbung davon auf YouTube oder so. Auf Nickelodeon lief ja immer ein bisschen andere Werbung als auf Super RTL. Was die zum Beispiel immer hatten, war die Werbung von diesem Tyco RC-Zeug. Wow, das ist ein ferngesteuertes Auto. Es kann auf dem. Warte! Oh ja. Achso, leg du auch eine Bombe. Ja, aber du bist so nahe gekommen, dass ich keine legen wollte, weil ich dachte, jetzt sprengst du dich. Dem können wir Geld geben für Batterieaufladungen, aber. Wie war das überhaupt möglich, dass der Bosskampf gerade noch nicht getriggert wurde? Du warst drin. Du bist schon reingegangen. Ich geh schon mal vor und dann bist du einfach wieder rausgegangen. Rebound von Tyco RC. Auf jeden Fall das ganze Tyco RC-Zeug. Und davon gibt es halt auch keine Werbung auf YouTube oder so zu finden. Doch, ja, ich hab. Nein, ich hab oft danach gesucht, ich finde einfach keine. Ich kenne nur eine mit so einem Motorradfahrer irgendwie. Tyco, und auf was fährst du ab? Ja, aber das ist so, ich würde gern mehr von den Werbungen sehen. Nickelodeon-Werbung war früher einfach nur. Von Barbies Welt, Barbies Welt, oh nein, tut mir leid. Und dann. Yeah, das war. Oh Gott, ich sterbe. Das war echt schlecht von mir, es tut mir leid. Ich musste Werbung machen. Auf jeden Fall. Okay. Werbung für meinen Twitch-Kanal. Nimm das Damage ab mit. Du kannst das Herz mitnehmen, denke ich. Obwohl, eigentlich bin ich immer besser aufgehoben damit, wa? Ja, ich weiß nicht, warum ich es mitgenommen habe. Willst du auch noch eine Überlegung? Willst du auch noch eine Pille nehmen? Oh, cool. Vielleicht ist es doch besser, dass ich es mitgenommen habe. Ich habe gerade mein Herz verloren. Jetzt war es perfekt. Ich habe da viel gefunden, das war auch dabei. Wo hast du es gefunden? Du musst dieses Werbeblock aus dem frühen 2000 anbringen. Ich habe nach denen auch geschaut, aber doch, ich hätte nie dann. Ich habe letztens erst mit dem Chat welche geschaut, aber die waren super RTL. Ja, ich hatte nie Tyco RC-Werbung dabei bei dem Ganzen.
Ja, Tiger C wäre ich mir jetzt auch unsicher. Rebound und er fährt durch den Matsch. Auf jeden Fall, was ich aber eigentlich sagen wollte, das ist eine Sache. Sowas habe ich nie tatsächlich gesehen mit diesen, die auf dem Rücken fahren können und sowas. Ich dachte mir, oh, die sind bestimmt cool, aber ich will es eigentlich auch nicht wirklich. Oh ja, das ist typisch so was man irgendwie haben wollte und keiner hatte das. Yeah. Aber was... Nein, wollte man es so sehr haben? Was mein... Naja, gut. Du bist das Soul-Art. Aber hat man sich gefragt, wer hat sowas? Weißt du, was ich hatte? Einmal habe ich alles Geld zusammengespart und wollte mir so ein geiles ferngesteuertes Auto halt mal gönnen. Ich bin ausgewichen und dann bin ich einfach reingelaufen. Ja, soll ich weiß sehen. Nicht, was das sollte. Na, auf jeden Fall war das so eine Art Amphibienfahrzeug in meiner Welt. Dachte ich zumindest. Oh nein! Das ist so eine gute Geschichte, warum habe ich es noch nie erzählt? Auf jeden Fall in der Werbung so, Wasser macht ihm nichts aus oder so. Und ich habe darin rein interpretiert, ich könnte es mal in den Ententeich im Park schmeißen und gucken, ob es schwimmt. Gab's nicht auch so eine Folge von tatsächlich war es wasserfest. Es ist nicht kaputt gegangen oder so. Es war die traurigste Darstellung eines Amphibienfahrzeugs, die ich je gesehen habe. Ist einfach so ein bisschen geschwommen. Es war so ein Fahrzeug, was hinten so ein riesen rundes Rad hatte. Und das hat gelenkt, indem dieses Rad einfach sich so verschoben, also so auf so einer Achse immer gedreht hat. Das heißt, es war so eine Art Dreiradfahrzeug. Und dann war das wie so ein Dampfer im Teich, hat sich dieses Ding einfach gedreht und Wasser hochgespritzt, voll in die Elektronik von diesem Fahrzeug. So wie so ein Schaufelrad, einfach so. Oh mein Gott. Es kam ganz langsam voran und ich konnte auch lenken und ich saß da mit Julius und wir dachten uns, soll das so, gehört das so, sollen wir es lieber wieder rausholen? Das ist nämlich eine Geschichte, die mir gestern ist. Ich weiß bis heute nicht, ob es so gedacht war oder nicht. Weil ich war der festen Meinung, sie hätten in der Werbung gezeigt, dass es schwimmen kann. Mir ist gestern was Ähnliches passiert. Und zwar folgende Sache. Wollen wir stehen bleiben? Lass uns stehen bleiben, wenn ich die Geschichte erzähle. Ich habe mir einen Famicom gekauft, weil ich zu einem, was auch immer, zum NES-Spiel ein Video ganz gerne machen will. Deswegen dachte ich mir, ja, ich will so ein RGB-gemontetes NES haben. Wie es aussieht, ist das, was man online findet, sind immer nur Famicoms, okay? Das ist das japanische NES, aus irgendwelchen Gründen. Und da kann man auch nicht einfach die Spiele von außerhalb von Japan reinpacken, wie sie herausstellt. Und wie auch immer. Oh. Ich hatte also mir dann so einen Adapter gekauft, aus Irland exportiert. Ich habe einen Kugelschreiber dazu bekommen von, steht drauf, Cheap Electronics Store. Das ist also, den habe ich fallen gegeben. Irland, habe ich gesagt, damit kannst du tun, als wärst du weit in der Welt herumgereist. Bis zum Cheap Electronics Store in Irland. Morgi ist international. Ja, auf jeden Fall. Genau, habe ich das, dann muss ich das dann erst bestellen, damit ich überhaupt eine Cartridge reinpacken kann, das NES, okay? Und das Teil kam am Wochenende an. Und gestern dachte ich mir dann, ja gut, dann werde ich mir das Ganze mal anschauen. Und bei dem NES, was bei dem Famicom, was dabei war, war bei mir kein offizielles Netzteil, okay? Es wird auch keins geben, weil es ein japanisches Gerät und wir sind in Deutschland. Das heißt, ich dachte, ja gut, das ist einfach so ein Basic-Netzteil, es hat doch den gleichen Anschluss. Also habe ich das von meinem USB-Hub abgeschlossen und das habe ich eingeschlossen in das NES. Und dann, weil ich einen Everdrive habe, habe ich das Ganze dann, saß ich dann hier, habe Zeug auf die SD-Karte gepackt und sowas. Und dann dachte ich mir, was ist denn so laut? Da habe ich zu Feinig rübergeschaut, dachte ich mir so, was schaust du für ein Video an? Ich dachte, ist es irgendwas von einem Bahnhof oder so oder vielleicht irgendeine Demo, wo Leute laut sind. Also ich habe keine Ahnung. Da habe ich gesagt, so, du kannst es aber langsam mal ein bisschen, kannst es vielleicht bitte mal damit aufhören. Und sie sagte, ich habe gar nichts am Laufen. Dann habe ich rübergeschaut zu meinem NES und das war, habt ihr am Anfang bei der Xbox Series X, als die neu rauskam, gab es diese Videos, wo Leute durchgevaped haben. Und dann haben sie so gesagt, oh, sie raucht so. Oh nein! Das Famicom sah so aus. Es war einfach so, als hätte ich mein Party-Rauchmaschine. Ja, das war, er kam überall so raus mit einem Cartridge-Slot und es hat so Geräusche gemacht wie ein Wasserkocher quasi. Alter, du hättest direkt die Scheinwerfer in Szene setzen müssen und so richtig coole Aufnahmen machen müssen. Wie das. Vor allem, das Teil war nicht mehr an. Ich habe halt nicht eine Sekunde dran gedacht, dass das passieren kann. Ich habe das nie angemacht gehabt an dem Punkt. Es war nicht an. Und es hat dann so geraucht und ich dachte mir, oh fuck, ich glaube, bevor ich es überhaupt erstmal angemacht habe, das Teil kaputt gemacht. Aber es funktioniert noch. Das Problem ist nur, dass das mit dem Everdrive nicht ganz funktioniert, aber.
Ich habe das Bild von einem Sandwich-Maker im Kopf. Ich glaube, ich habe Hunger, aber gleichzeitig stelle ich es mir so vor wie so ein Famicom-Sandwich-Maker, der dampft von dem ganzen Käse. Ja, aber es war so viel. Ja, es rumzischt. War so schwerer Dampf. Er hat sich quasi über den Boden, so ist er weggeschwebt. Da war Trockeneis in dem Famicom drin. Ja, quasi. Dragon Rider Loki. Vielen Dank für 10 Euro. Dankeschön. Das verschafft mir die Ehre. Herz in den Chat. Und ich. Wenn wir dabei sind, ruhe sehr gern. Frischer Saft, wie wir lieben Dank. Senfgas. Ein Luftpolster. In Deckung, Moggi. Oh, das war relativ unspektakulär, aber ich finde, das zählt trotzdem. Dankeschön. Ich kann dir versprechen, nach meinem Famicom-Schock von gestern ist das nur. Der war schnell. Gott, aber es war. Es ist halt. Ich weiß noch nicht ganz, was passiert ist. Was hat da so. Was hat diesen Rauch erzeugt? Vor allem so viel davon. Was ist da passiert? Ist da Wasser drin? Ja, es muss Wasser oder. Die Wasserkühlung verdampft. Die Spannung erzeugt Dampf. Nein, die Spannung erzeugt eigentlich keinen Dampf. Also. Außer es läuft so heiß, dass die Luft. Nee. Aber welche Art von Kurzschluss passiert denn, wenn es nicht an ist oder nicht angeschlossen? Ich weiß nicht, vor allem, ich habe gerade die Geschichte von dem Famicom gestern erzählt. Oh. Du hörst dich noch da, als ich dir gesagt habe, oh, weißt du was? Hallo Fanny. Kannst du das bitte ausmachen? Das ist wirklich laut. Ich weiß das dann auf einmal, es wurde immer lauter. Und dann hat es irgendwie gequalmt und wir standen, glaube ich, im ersten Moment gar nicht so richtig, was wir machen sollten, weil du hast es auch nicht. Qualm ist so ein gutes Wort. Damit da. Es war ja nicht an, deswegen dachte ich mir, wie kann das sein? Ja, er hat es so. Warte, wo ist meine andere Hand? Hier. Er hat es dann so in der Hand und hat es nur angestarrt, so für ein paar Sekunden. Und ich dachte mir, okay, was. Du hattest es in der Hand? Kannst du es ausstecken? Was wird passieren? Du hast es hochgenommen, ja. Während es vor sich hingedampft und gebrutzelt hat? Ja, ich wollte schauen, was da überhaupt genau los ist und wo es herkommt und sowas. Okay, keine Ahnung. Da gehe ich mal ohne jegliche Vorsicht einfach bei. Such auf YouTube nach RTL 2 Vampy Werbung und Bumper 1998. Das ist circa 5 Minuten von Taiko SC Werbung. Ist 1998. Ja, das Gerät, was potenziell. Oh, es war an der Steckdose angeschlossen, oder? Ich habe was zu trinken von. Ja, es war natürlich was der Steckdose angeschlossen. Ich meine, von irgendwo musste das ja herkommen. Nimm mal das Herz mit. Du bist wahrscheinlich. Würdest du auch deinen eigenen Herd anschließen? Nein, ich habe aber die Spülmaschine angeschlossen. Ah, das ist auch nicht verkehrt. Oh mein Gott. Hat funktioniert. Hier dein Anteil. Oh mein Gott, ich werde sowas von nicht. Oh mein Gott, weil du mir das Herz gegeben hast, habe ich es wieder geschafft zu überleben. Außer von Dragon Rider Loki 10 Euro. Wie lieben Dank. Oh, dein Anteil, ja. Wie bei Johnny gesagt. Oh, das habe ich nicht gehört, aber dankeschön. Ah ja, das habe ich nicht vorgelesen. Gibst du dem Morgerich 5 ab, der bekommt sein eigenes. Ich habe es nicht mal vorgelesen. Wie dein Anteil? Du hast gar nichts gemacht. Ich habe einfach nur genommen und nichts dazu gesagt, dass du einen Anteil kriegst. Und Hollow Knight, vielen Dank für den Resub. Bleib im Team, bleib im Stream, dankeschön. Ja, ich glaube, der Run wird noch weit gehen. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, dass diese. Ich finde, einen sollten wir bei dir noch machen. Fertig. Oder? Also, willst du noch einen Run machen? Ich weiß, es ist schon so spät. Ich wollte eigentlich nicht so lange machen. Es ist spät, heute. Ja. Weil jemand, wir sollen noch einen machen. Ich meine, einen würde ich zumindest bei dir noch okay. machen. Okay, mit den besten Items. Ja. Du kannst mir was zum Trinken bringen. Oh Gott, ich wusste nicht, dass er das kann. Ich glaube, ich will ein Wasser. Da ist doch die Fisimatenten hier. Die Schweinereien. Oh, hey, das rauchende Teil, nehme ich mal in die Hand platzt ab. Ich habe mir nicht so viele Sorgen darum gemacht, dass das Famicom in meiner Hand explodieren wird. Okay, öffne mir die Toren, mein Freund. So, dann muss ich hier das von dir beenden. Ist, ja, schon passiert. Okay. Das hat mein ganzes Spiel geschlossen. Tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber ich frage mich, was das soll. Remote play together. Ich würde einmal kurz die Chance nutzen und auf Toilette steppen. Dann step mal dein. Ich hab's los. Bereut, als ich es ausgesprochen habe. Außerdem von Akubash, frischer Sub, wie wir dem Dank und Youngblood, 230, ebenfalls frischer Sub. Auch dafür, wie wir lieben Dank. Wir machen noch einen Run. Alles cool. Alles unter Kontrolle. Im Vergleich zu meinem Famicom. Das war nämlich nicht unter Kontrolle. Moment.
Sag Johnny einfach, dass ich kurz das suche. Teilt es Johnny einfach mit, dass ich kurz aufgestanden bin. Also. Das ist das Teil. Es ist einfach abgeraucht. Pass auf, es war da und dann da oben aus dem Cartridge-Slot kam halt überall der Rauch raus und der ist an der Seite schon runter und es lag auf der Wii U und der ganze Rauch war da und es war sehr unschön, aber es funktioniert prinzipiell noch. Das ist ein Top-Loader. Ganz recht. Und ja, ich leg's mal da hin. Ich meine, es liegt ganz offensichtlich daran, dass wir, dass der Strom bei uns eine andere Spannung hat als in Japan. Ich meine, daran gibt es keine Zweifel. Deswegen war auch extra ein Netzteil dabei, nur ich habe halt ein anderes verwendet, weil ich mir dachte, ja, was wird das schon für einen Unterschied machen? Einen großen Unterschied. Vor allem, dass es so laut wurde. Dass es danach noch funktioniert hat. Hallo. Hallo. Hey. Ich habe dir eine Einladung geschickt. Oh. Muss ich dich zu Player 2 machen? Wie schafft mein Controller das, sich um mein Mikrofonkabel zu wickeln? Nein, du musst. Musst du? Ich probier jetzt mal. Ja, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Irgendwie haben wir es auf jeden Fall beim letzten Mal auch hinbekommen. Oh, Moment, das ist noch gemutet von dem letzten Vorfall. Ich muss jetzt. Oh Gott, jetzt muss ich diesen Müll wieder machen. Ich hoffe, das klappt einfach mal. Nein, es klappt nie. Das macht einen sehr großen Unterschied. Mir ist auffallen, dass die andere Spannung einen großen Unterschied macht, als mein Famicom fast explodiert ist. Drecksack, du bist so ein Drecksack, wirklich. Wie meine Geschichte nahegelegt hat. Was hältst du davon zu der Aussage? Oh Gott, das macht wirklich einen großen Unterschied nach meiner Geschichte. Sorry, ich hab's jetzt gar nicht mitbekommen, worüber du gerade gelacht hast. Kannst du es nochmal wiederholen? Wie stehst du zur Aussage? Das macht übrigens wirklich einen großen Unterschied nach meiner Geschichte. Was denn? Ja, was für ein Netzteil man verwendet und dass die Spannung anders ist. Ach so, ich war gerade mit dem Kopf ganz woanders. Da ist mir aufgefallen. Auf der Toilette ist einiges passiert, mein Freund. Also, da ist nichts passiert. Bist du da mit dem Fuß ins Klo? Ich dachte, ich habe mir das nur eingebildet. Das wird mich nicht mehr loslassen. Ich habe vergessen, dass du diese Geschichte kennst. Ich muss oft das stimmt, das zitiere ich bis zum heutigen Tage. Ja, das warst du. Ich habe wieder vergessen, dass es daher kommt, aber daher kommt das. Origin Story, ja. Übrigens macht einen Unterschied. Das akzeptiere ich. Das erinnert mich vom Wortlaut auch irgendwie oft an die Szene, wo wir in Mystery Dungeon weggeschwemmt wurden und vor die Scheiße. Man wird von einem riesigen Tsunami weggeschwemmt. Scheiße! <Ja. lacht> bist du eigentlich schon da? Ich kann okay. Das okay. So, Moment. Das ist der falsche Spielstand, mein Freund. Bin schon da. Wer noch? Oh. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. So, wen will ich nehmen? Ich nehme Eden. Wie geht es denn? Ah, ich habe hart gemacht! Okay, wir machen jetzt Songs erraten. Secrets. Okay. Ich muss einen Kindheitsserien-Song machen und du musst ihn erraten. Okay. Man könnte denken, ich hätte das gesagt, weil ich bereits einen Song im Kopf hatte. Aber nein, ich muss mich jetzt an überlegen. Ich habe einen im Kopf. Aber warte. Das ist gar nicht Dinos, oder? Das ist nicht die Dinos. Was ist es denn? Warte, mach noch mal. Ich hab's noch nicht ganz. Ich kann es nicht weitermachen. Also Papa Fox, Stop-Notch Unterhaltung am sonntaglichen Stream. Oh mein Gott. Das musst du doch. Erkennst du nicht die Würde? Mann, ich weiß, was es ist. Ich dreh durch.
Deswegen, ich hoffe, dass du es weißt, aber vorsichtig schießen. Ich komme nicht. Das ist mein Überlebenstipp Nummer 1 für Isaac. Wenn ich dieses Original gehört hätte und nicht nur düpp, 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 dann wüsste ich es, glaube ich. Aber ich habe es ja vorhin schon mal gesungen. Nicht Ach so, was? Ja, deswegen dachte ich, dass es so offensichtlich ich wäre. Ich dachte, oh ja, haha, das ist lustig, weil ich es eben schon gemacht habe. So, gibst du auf? Oh, ich bin fast tot! Ich glaub, oh, ich hab nur der Herr, nein! Also, was? Wie können wir... Können wir noch einen neuen Run so starten? Ich will nicht Eden nehmen. Ihr wisst schon. Ich nehme richtigen Charakter. Oh mein Gott! Samson. Normal. Also, das ist nicht mehr so gut. Soll ich es dir sagen? Das klingt so eindeutig. Nein, ich kann das nicht. Ich muss das selber wissen. Oh mein Gott! Vielleicht habe ich es ja nie. Jo, pass auf, gib Damage von 0,6 plus und für alle zukünftigen Damage-Ups einen Multiplikator von 50%! Ist das Crickets Head? Yeah. Dein Damage liegt aktuell bei 3,5, nimm ihn mit. Ach so. Oh. 6,6! Setzt du davon fast verdoppelt! Hilfe! Welcher Sender? Ich glaube Super RTL. Oh mein Gott, das hilft nicht überhaupt nicht. Willst du mich verarschen? Nimm's doch nicht mit. Ganz gezielt geht der dran vorbei. Und ich hab verstanden. Du hättest gesagt, nimm's mit. Natürlich hast du das verstanden. Das ist mir aufgefallen. Was? Wieso soll ich's nicht mitnehmen? Ich mag's, wie du so halb vorbeigelaufen bist und dann, so nach unten abgebogen, um es auch noch mitzunehmen. Das drück ich jetzt noch rein. Okay. das Problem ist... Ich kann dir einen Tipp geben. Es gibt bei dem Lied eine gewisse Stelle, bei der ich bis zum heutigen Tage mir nicht merken kann und auch nicht verstehen kann, was sie da sagen. Mhm. Weil sie relativ schnell ausgesprochen wird. Ja. Meinst du, ich weiß es? Nein. Du kennst den Messer daran, dass du das Intro nicht erkennst. Kannst du den Text singen? In größtenteils, ja. Okay, also und dann wär's zu einfach, sagst du? Der Text ist ein Wort und dann der Titel der Serie. Ja, hab ich schon gedacht. Soll ich dir das Wort sagen? Nein! Dann ist es nicht, da bin ich nicht mehr selber drauf gekommen. Das macht mich richtig sauer. Ich wollte dir eigentlich was vorsingen. Au. Da war ein Tinted Rock, aber wir haben keine Bombe. Vor allem, es gibt doch einen Grund, dass du es vorher schon mal gesungen hast, oder nicht? Wir haben doch über die Serie geredet oder so. Nein. Okay. Ich weiß auch nicht, warum ich das Bedürfnis hatte. Kann ich das mitnehmen? Ja. Oh, danke schön. Das darfst du auch mitnehmen. Warum sind das immer dieselben Items? Man kriegt immer diese beiden irgendwie. So wie Boss-Items halt. Ja, das stimmt wohl. So. Wir haben eh nur eine Möglichkeit, wo wir hingehen können. Und das ist nach Johnny kann die Stelle auswendig. Ist das Captain Baloo, oder? Ja. Oh mein Gott, endlich! Es war die ganze Zeit auf meiner Zunge! Oh, und es hat wirklich keiner geschrieben, glaube ich. Ich bin von selbst drauf gekommen. Okay. Oh, yeah. Weißt du, ich hätte nicht daran geglaubt, dann hast du es gesagt. Ja. Nein, aber... Kannst du glauben, dass mir das niemand vorgesagt hat? Weil ich habe eindeutig in den Chat geschaut. Und damit wollte ich vorbeugen, dass man denkt, ja, okay, er hat halt in den Chat geguckt, aber da steht gar nichts. Oh mein Gott. Du redest dich um Hals und Kragen. Fliegen, Ziegen fliegen, bis die Fetzen fliegen. Sie sind Sieger, wenn sie fliegen. Und weißt du, weißt die Stelle? Ich kann die Stelle, natürlich. Warum kannst du die Stelle? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie dir mal vorgesungen habe und du lachen musstest. Ja, ich habe nach der super oft gegoogelt nach der Stelle und ich kann es mir einfach nicht merken. Und ich kann es auch einfach beim besten Willen nicht verstehen. Ich habe es mit Philipp auswendig gelernt. Sie fliegen, um zu fliegen, fliegen Fracht und fliegen Ziegen, fliegen bis die Fetzen fliegen. Sie sind Sieger, wenn sie fliegen. Oh mein Gott. Dann bist du da mit dem Intro. Fliegen, um zu fliegen, fliegen, Frachten fliegen, Ziegen fliegen, bis die Fetzen fliegen, sie sind Sieger, wenn sie fliegen. Moment, nein, sie fliegen, um zu siegen, ich hab's falsch gesagt, Mist. Sie fliegen, um zu siegen, beschämend. Fliegen, Frachten fliegen, Ziegen fliegen, bis die Fetzen fliegen, sie sind Sieger, wenn sie fliegen. So, jetzt. Sorry.
beschämend. Es gibt so viel. Das ist richtig. Mein Gehirn ist komplett überfordert mit allem. Oh ne, das ist zu schwer. Also der Multi, zwei Monate, Resub, wie wir ihm danken. Ich will was Nischiges machen, aber auch was wie. Oh mein Gott, ich bin ja zweiter Spieler, deswegen habe ich es nicht verstanden. Ja, das Problem hatte ich ja auch schon. Ah, okay. Deswegen habe ich auch mich auch vorhin das Seelenherz genommen. Ich meine, ich würde es gern mitnehmen, aber was soll ich denn sagen? Dankeschön. Oh mein Gott! Du hättest mein Gesicht sehen sollen. Au, oh, oh, das hat ihr Chat, das sind meine Subs. Das ist scharf. Uiuiui, da brauche ich ein bisschen Milch. Das ist ziemlich gut. Macht das Feuer mehr Schaden? Nein. Das ist ein super gutes Item. Das wäre jetzt schön. Was ist denn Milch? Ja, ich glaube, ich werde hier kurz reinschauen. Nein. Schön. Was bin ich froh, dass ich hier rein bin? Chat, schreibt mir einfach Serien rein, dann suche ich mir was raus. Spontan bin ich gerade nicht in der Lage. Die Songs werde ich wissen. Denke ich. Hoffe ich. Ich meine, bisher wusstest du den Song von Balloon nicht. Oh weh, oh. Oh weh, oh. Oh weh, oh, das tut aber. Oh. Oh, die Schiffe. Das brennt zweimal, sag ich dir. Wir reden von dem Item, oder? Im Magen und in den. Ja, das war's eigentlich. Oh ja, das ist gut. Wie geht die Scheiße? Oh mein Gott! Was ist denn gerade? Ich krieg's gerade überhaupt nicht hin. Ich will eine Serie singen und ich komme. Wollen wir den Boss noch schnell machen und danach überlegst du weiter? Ja. Oh, okay. Das wird lange dauern. Das ist besser, vor allem mit deinen 6,6 Schaden. Ich denke, das ist das Beste. Das Feuer. Oh, das war Feuer. Oh ja. Wundervoll. Ah, oh. Das macht nichts. So, ich werde Würfel machen. Rerollen. Dum, dum, tuk, tuk. Nee, ich soll die Haupt- Das ist Disneys große Pause. Ja. Ich würde es aber trotzdem rerollen. Oh, das ist doch so viel schlechter. Das ist ein Tier-Sub. Ich denke, es ist für dich sinnvoll. Oh, keine Batterie. Oh. Das klingt wie ein Zug. Wollen wir in die neue Ebene gehen? Ja, ich meine, es ist ein Marsch, denke ich so. Ist was Militärisches. Ja! Oh Gott, dafür bin ich hier. Also hier bei dir zu Hause. Auf deiner Konsole. Was würde mir sonst noch für ein Lied einfallen? Es muss eine Serie sein, die man kennt, aber auch nicht zu. Es darf nicht zu einfach sein. Mir ist nur sowas eingefallen wie. Swallowed Penny. Das ist gar nicht so einfach, oder? Ich muss jetzt an Digimon denken. Ist es. Oh, wirklich? Ja, das habe ich zumindest gerade versucht. Ah. Ich dachte mir gerade, das ist doch bestimmt nicht Digimon, aber ich kann nur Digimon raus. Deinen Traum, denn er wird wahr. Das stimmt, er wird wahr. Deinen Weg stelle dich der Gefahr. Übertreib's alles, aber was nicht. Was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist. Shaman King! Ich hab's nicht. Soll jemand das Shaman King Intro kennt? Ich singe halt gerne. Es tut mir leid, wenn ich damit übertreibe. Es tut mir leid, dass ich Lebensfreude empfinden kann. Verdammt. So, wir wollen beide gleichermaßen. Das war weil ich dachte, der Raum endet, wenn wir die Schalter. Oh, ist er auch, okay. Ja, doch. Oh, oh. Spiegeltypen. Ich hab grad wirklich, wirklich wenig. Oh, warte, ich ja. Bitrate, aber ja. Es geht noch. Oh Gott. Ich weiß nicht, was das ist, aber. Ey, ich bin schlecht darin, oder? Du kannst nicht singen. Nein, das war einfach nur gut. Oh, Reroll. Was hab ich getan? Speed-up, das will niemand. Ah, ich verwechsel manchmal den Knopf dafür. Bitte nicht, Mocky, den Honig weg. Ich weiß nicht, was das ist. Willst du einer von uns beiden mitnehmen? Weiß nicht, es sieht aus wie ein Spacebar-Item, finde ich. Ist es nicht. Okay.
Clock. Ich hab verstopfte Adern oder was? Ich weiß, dass auch niemand aus dem Chat rauskommt. Ach so, wirklich? Okay, dann ist es nicht. Dann bin ich wenigstens, fühle ich mich nicht so schlecht wie beim letzten Mal. Das Lied geht bestimmt noch weiter. Es ist Jellybees. Oh, das kenne ich nicht tatsächlich. Nie gesehen. Okay, wir versuchen, die beiden gleichzeitig mitzunehmen. Oh! Ja. Okay, du zählst. Ich zähle. 3, 2, 1. Nein, ich dachte bei ich hab auf los gemacht. Es war wirklich zeitgleich. Zeitgleich. Ich weiß nicht, was du wirklich... warum hast du eine Fruchtblase mit einem Fötus bekommen? Oh mein... Ach, Mann. ich will nichts von hier. In irgendeinem Paralleluniversum... In irgendeinem Paralleluniversum heißt Tutti Frutti Fruchtblase. Ich bin mir ziemlich sicher. Und andersrum. Oh, ich glaube, mein Tutti Frutti ist geplatzt. Das fand er nicht mehr so lustig, schade. Nee, das war ein bisschen zu viel. Oh Gott, dieser Boss, zum Glück machst du so viel Schaden. Dieser Boss nämlich extra. Oh mein Gott! Ich glaube, kein Mensch hat den jemals so schlimm gesehen. Nimm du mal das nutzlose Item mit. Nee, nicht so nah an die Tür. Nimm mal das nutzlose Item mit. Entspann dich. Das ist nicht so nutz. Oh. Da bekomme ich einen Damage aber ausnahmsweise mal. Oh. Goathead garantiert uns 100%ige Devil Deal Chance. Oh mein Gott, ich hab ein Herz mehr als du. Warum hast du das ausgesprochen? Was soll. Hä, was ist los mit euch? Dass die Fruchtblase platzt, ist der normalste Prozess bei der Geburt. Das ist hier ein. Beim letzten Mal haben wir noch über den Mutterkuchen gesprochen und wie jemand den. Wie manche Menschen. Ey, ja, stimmt, essen. Das war die Sache. Ich dachte mir gerade. Das war doch so irgendwas. Wenn man Eise geht, dann meinte jemand so, oh, das ist so eklig. Wo ich dann gesagt habe, hast du mal das Spiel angeschaut? Jetzt kommt ihr mir damit, dass die Fruchtblase eklig ist? Das ist nicht eklig. Oh Gott, das war mein Fehler. Das war ich nicht hätte das besser timen sollen. Oder kommunizieren. Kommunizieren wär's. Wäre das Wort, denke ich. Oh. Nein, also da nehme ich das nicht auf mich. Oh, das Herz will ich mitnehmen. Ach so, ich dachte, das sind meine Leben. Das gibt's doch nicht. Deswegen nehme ich die Sachen weg. Das war ein Joke. Ich weiß nicht, wo man das Knife-Bisher bekommt. Ach so, du meintest, oh, warum hast du es ausgesprochen? Weil es eben nicht eklig ist. Okay, verstehe. Da muss ein Kappa dazu. Ich meine, das hat sich gelohnt. Kappa ist ein toter Emote seit sehr langer Zeit. Ja, aber manchmal braucht man ihn halt, wenn die jemand sowas schreibt. Die Twitch-Polizei nimmt das sehr ernst. Findest du nicht? Oh mein Gott, ich liebe Verb, wenn man Verb zuletzt benutzt hat. Ja. Verb ist super. Oh. Ich weiß nicht, was es macht. Aber wir nehmen gerade viel Schaden. Ja, das macht so komische Druckwellen. Ich kann auch kaum was erkennen, tatsächlich. Oh, na gut. Kappa ist super tot. Hier ist noch ein Verb. Nein. Okay, pass auf, Foggy. Ich zeig dir jetzt was, okay? Okay. Oh. Ich jongliere! Oh, sie ist weg. Du hast sie mich nicht mitnehmen lassen. Jetzt haben wir keinen Verb mehr. Ich verstehe. Vorsicht. Ah, Vorsicht, Bumm. Ja. Vorsicht, da ist ein Bumm. Schade, ich bei Kappa ist universell einsetzbar. Ja, Emotes funktionieren immer so lange, bis Leute es übertreiben. Ja, Kappa wurde komplett zweckentfremdet teilweise. Es wurde Leute, einfach nur hinter lustige das Sachen mit dem kleine Batterie. Aber ich sehe trotzdem, dass es manchmal nötig ist. Soll ich das da rechts mitnehmen? Einfach für den Kontext, verdient. Ja. Der Apfel! Wundervoll. Oh, manchmal ich jetzt Rasierklingen. Wenn ich höre Lachset hätte, würde ich mehr Rasierklingen von mir. Oh Gott, geben. Das warst du. Ah, du brauchst die Leben. Oh, okay. Du bedienst dich schon selbst, wie ich sehe. Gern geschehen. Ich danke. Sehr großzügig. Die Firma dankt. Lieb von dir. So, wollen wir zum Boss direkt gehen? Ich meine, ich klinge wie eine Firma. Oh, ich dachte, es wäre ein Gegner. Oh, der ist schon wieder. Was ist denn mit Jish? Mal weiter runter. Nicht in der Mitte stehen. In der Mitte spuckt er sein Feuer hin. Ich bin. Man sieht aber, ich bin wieder noch schlechter jetzt, wo ich der zweite Spieler bin. Also ist es wahr, ich bin besser, wenn ich hoste. Naja, aber gleichzeitig ist das Spiel auch schwerer, wenn wir es bei mir spielen, weil wir die schweren Ebenen gehen. Ja.
Ja, okay. Oh nein, die schon wieder. Ja, die sind ein Problem. Dein Feuer ist halt das so gut. Das Feuer war gerade so. Der Joni Pepperoni rettet uns unseren Arsch. Was macht da... Weg aus der Mitte. Spray-Shots? Was? Verzieh dich! Friss deinen eigenen... Friss die Bomben selber. Da wollte jemand eine Mauer zwischen uns hochziehen, glaube ich. Das hat nicht geklappt. Das lasse ich nicht zu. Glaub mir, Morgi, du und ich. Ah! Das lasse ich nicht zu. Wir würden jede Mauer überwinden. Oh ja, wir haben so eine 100% Devil Deal Chance. Wir sind hier im Easy-Mode. Ja, ich muss hier einfach nur überleben. Das ist prinzipiell so das. Siehst du denn nicht, dass ich überleben will? Was hat mir denn da noch Schaden gemacht? Wollen wir zuerst zum Devil Deal schauen? Ja. Sprich nichts gegen. Ich werde es mal rerollen. Ich meine, ich hätte mich umbringen. Das Rätsel gibt halt Damage und Tier-Sub und auch ein Soul-Art, aber ich glaube, das ist nicht wert. Naja, wir haben noch ein HP-Up. Das stimmt, willst du es also mitnehmen? Also kostet es sozusagen 1. Zwei, nein, wenn zwei Dark Hearts. Wie heißen die zwei? Schwarze Herzen, ja. Oh, und ein HP-Up für mich. No. Black Hearts. Yeah, und ich habe auch ein Damage-Up bekommen. Waren wir im Gold? Wir waren hier im Goldraum. Gehen wir weiter, bevor wir sterben. Wir sollten mal auf Zeit spielen. Dann nimm beides auf Zeit. Ich meine, es gibt einen Boss-Rush, wenn man von 20 Minuten... Ich weiß. Ja, warum sind wir jetzt wieder hier? Oh shit, wir sind... Oh Gott, ich dachte kurz... Ich dachte kurz, wir wären in der regulären Ebene wieder. Ich mache wirklich viel Schaden. Ich mache tatsächlich auch akzeptablen Schaden. Vor allem, wenn mal eine Rasierklinge fliegt. Oh, hat der schon mal einen Apfel mit einer Rasierklinge? Ja, warte mal, wo bin ich? Ich habe mich mit dir verwechselt, ich Idiot. Was? Ich weiß nicht, woher das Zeug kommt. Warum droppen wir die ganze Zeit Items? Okay, cool. Ich glaube, ich will das Soul-Art mitnehmen. Kann man nehmen. Wir können es nicht sehen. Oh, das ist von deiner Fruchtblase, glaube ich. Gott, ich habe so Angst. Tutti Frutti. Von deiner Tutti Frutti. Nein. Ich würde fast hier mal kurz investieren, damit wir es mal rerollen können. Was ist schauen, die Controlled was das Fly? Was garantierte Item wird. Hat das gerade zweimal rerollt? Scheinbar. Ja, wenn man eine Bombe reinwirft, geht es automatisch kaputt. Ich nehme das Soul Art mit. Will man das... Ist das das Frozen Baby? Das wollen wir nicht wirklich, oder? Ich bin mir... Wollen wir mal versuchen, beide Items mitzunehmen? Nicht, aber wenn das nicht das Frozen Baby ist und stattdessen ein anderes Item Frozen Baby heißt, dann bin ich raus. Das versuchen wir beides mitzunehmen. Also 3, 2, 1, los, okay? Okay. 3, 2, 1, los! Yes! Ja! Was? Ich dachte, du hast das Frozen Baby! Oh nein, du hast. Oh nein, das Arme! Ist das Crack Baby Basketball? Wieso kannst du es treten? Oh mein Gott, das macht ihm Spaß. Ein bisschen herumpassen. Da für dich. Okay, wenn wir einen Raum finden, wo auf beiden Seiten Türen sind, dann können wir ein bisschen Air-Hockey spielen. Ich weiß nicht, ob das gut ist übrigens. Ja, ist ja egal, wir haben es. Ich habe also eine Vermutung. Kick. Oh, nein. Ich rerollen. Ich habe dir geholfen, hast gesehen. Weg mit dir, du kleines komisches Ding. Niemand hat nach deiner Meinung gefragt. Deine Präsenz ist ja nicht erwünscht. Oh, pass auf, wenn ein Gegner eingefroren ist. Dann kann man mit ihm auch Fußball spielen. Meinst du, da hat jemand die Babyklappe mit dem Gefrierfach verwechselt? Das ist mir schon mal passiert. Oh. Gehen wir zum Boss? Mhm. Ich denke. Das ist ein guter Boss. Haben wir den schon gesehen? Ich kenne ihn aus irgendeinem Run, aber könnte auch mit Felix gewesen sein, offline. Das Ding ist, man kann ja eigentlich nicht Schaden nehmen, wenn man... Wenn man wenn man von den Schienen Man kann ja durchaus Schaden nehmen. Ja, also durch Projektile, aber er kann ja zumindest nicht überfahren. Ich wollte das Baby herumkicken und... Das ist nie ein guter Anfang für ihn. Ich bin einfach auf die Schienen gelaufen. Synthoil rerollt alle Stats. Okay. Mit Synthoil meine ich das hier. Willst du Experimental Treatment oder ich? Nein. Soll ich? Ja. Mein Damage ist gleich geblieben. Das sieht ganz gut aus eigentlich. Aber meine Range ist ja nicht mehr so hoch. Schau dir die Range an. Das ist Oh mein Gott, oh nein.
Oh, das ist echt. Das könnte schwierig werden. Hat jemand einen Ranger für mich? Ich bräuchte nämlich gerade eins. Oh nein. Ich glaube, damit bin ich quasi tot. Ich würde die normale Ebene weitergehen. Okay, pass auf. Du musst die andere Ebene gar nicht erst versuchen. Ich habe noch ein Kinderserien-Intro. Ist das Danny Phantom? Ja, natürlich. Fuck! Das hat nicht mal Lyrics an der Stelle, deswegen war das ein bisschen einfach. Warte, Kinderserien-Intro. Ja, deswegen habe ich es ja gemacht, weil es so einfach ist. Aber es hatte Lyrics, ich habe sie nur nicht vor. Also, es ist. Danny Phantom. Oder, nee, was sagt er? Niemand sieht ihn. Niemand ergibt ja keinen Sinn. Doch, niemand sieht ihn. Und dann. Danny war 14, als der Stress begann. Seine Eltern waren von einer Maschine angetan. Damit wollten sie an Geister ran. Und später irgendwann. Oh, du bist fast tot! Nein! Oh. Ich hab's mitgenommen, weil ich mir dachte, oh, ich bin fast tot. Und später heißt es dann tatsächlich Danny Phantom. Danny Phantom. Aber auf Englisch ist es, glaube ich, He's a Phantom. Okay. Döde! 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 Oh, da gibt's aber noch mehr von, warte. Ja, ich weiß, es gibt drei oder so. Das letzte, als ich das mal gehört habe, dachte ich. Ich hab's auf YouTube angeschaut. Ich dachte mir, warte, das existiert. Bin ich auf die Stacheln gelaufen? Ganz offensichtlich. Oh nein, das sah überhaupt nicht so aus. Den Raum willst du aber nicht verpassen. Ich heb dir was auf. Es gibt's nicht, dass mir jetzt auch wieder nur das einfällt. Oh, jetzt muss ich mit meiner Range das machen. Oh mein Gott. Ey, wir können auch. Ich setz auch alles. Jeden Run, der irgendwie cool sein könnte. Ich nehme einfach zu viel Schaden in diesem Spiel. Immerhin. Nein, die Punkte stimmen. Problem in Runs. Ich bin als erster gestorben. Es muss damit zusammenhängen, wer hostet. Das kann auch kein Zufall mehr sein an dem Punkt. Die Feldstudie hat's doch gezeigt. Okay. Dum, tschk, dum, dum, tschk. Dö, 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 dö. Bob, der Meister. Yeah. Hat das wirklich so einen sicken Beat? Ja, das geht. Ja, es klingt wirklich so am Anfang. So. Yeah! Yeah! Yeah, der Bobby! Mein Gott, ich hab einen richtig guten Song im Kopf, aber ich glaube, den kann ich nicht nachmachen. Aber ich liebe den. Weil der so cool am Anfang klingt. Mir fällt leider sonst kein Serienintro mehr ein. Ich hab noch was. Oh Gott. Das war das, was Schloss Einstein. Ja. Alles oh ist alles. Das kenne ich übrigens nur von dir, weil du es manchmal singst. Ja, ich weiß. Wir haben es uns auch irgendwo mal angehört. In irgendeinem Video. Da sind Bomben in der Bombe. In irgendeinem Johnny und Moggy lieben. Was auch immer. Alles ist. Wir sind ja ganz tolerant. Sorry und Johnny liebt was auch immer. Ich meine. Ich schränke mich da nicht ein. Welches Lied ist das? Da, 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 le, 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 la, la, lü, lü. Schwer zu sagen. Der Moment, wenn man googeln möchte und einfach sich nicht anders zu helfen weiß. Den Moment habe ich nie erreicht. Zu dämlich war ich nie. Boah, würde man das erkennen? Da, 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 da. Ja, ich kenne es, aber ich weiß, wie es klingt. Da, da, dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Was voll geil. Dun, 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 dun. Oh, ich kenne es, aber ich kann nicht mit dem Finger drauf zeigen. Okay, warte, ich mach noch das Outro. Chaka 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 wuhu. Das hat mir nicht geholfen. Yo, Gotorn! Das hilft überhaupt nicht. Oh, das war Avatar. Ja. Mega. Mega gut. Oh yeah. Der Herr der Elemente. Jetzt auf Nickelodeon. Ich war so hyped, ich dachte mir so, boah, die kündigen da was Neues an. Und dann dachte ich erst. Oh mein Gott, ja, ich dachte, es wird so dieser große Anime. Ich dachte mir, wow. Ey, komm schon, das ist es doch auch geworden. Das ist eine der besten Serien der Welt. Das ist größer als jeder andere. Ich mag die Aussage im Kontext einer besten Serie der Welt. Eine der besten Serie des Universums. Das ist eine der besten Serien im Fernsehen.
Ja, yeah, Avatar war ziemlich cool. Okay, das macht cool. An dem Punkt nicht. Fern und ich haben es im Laufe dieses Jahres, wir haben es ja nicht ganz angeschaut, weil es am Ende so, es wurde zu traurig, ich wollte nicht mehr, ich war nicht mehr stark genug dafür. Ach stimmt, du hast es früher nicht gesehen so wirklich, oder? Doch, ich habe es früher viel gesehen. Oh. Aber du hast es nicht verfolgt, es war für mich... Doch, Alter, ich hab das gesehen damals. Der Tag der Invasion oder der Tag der Sonnenwende oder wie das hieß, Alter, das war, es gab keinen größeren Hype. Ich hab's legit geguckt und war aufgeregt. Ich habe noch nie eine Serie geschaut und war aufgeregt. Auf jeden Fall, als Fanny und ich das angeschaut haben, da hatte ich das Gefühl, es ist alles diese ganze Zuko-Sache. Es ist einfach nur super deprimierend. Vor allem, wenn dann seine Schwester und die anderen in der Erdstadt auftauchen. So ist das einfach... Was soll das denn? In meiner Welt... Das ist deprimierend. Pass mal auf, in meiner Welt hat einfach Onkel Iroh einen Teeladen aufgemacht und Zuko hat ihm geholfen und sowas. Da hat er seine Freundin gefunden und sie haben einfach glücklich ein neues Leben gelebt. Und dann war die Serie für mich zu Ende. Dann verstehst du ja gar nicht das Character Development in den tiefen Charakter des Prinzen, des Feuerlords, der gleichzeitig der Enkel des eigentlich ursprünglichen Avatars ist. Dieses Item da rechts ist super gut, aber wir haben Das ist ein innerer Kampf, den er mit sich führen muss. Und er war zu nett, er konnte damit nicht umgehen, er hatte diesen Albtraum, wo er Aang war und so. Er hat ein Fieber bekommen, weil er einfach... Ja, Soul Heart. Als er das dann verarbeitet hatte, dann war er zufrieden mit dem Teeladen, aber eigentlich nicht, eigentlich hat er sich nur was vorgemacht. Der Teekäfer! Ist es so? Ich glaube ja. Keine Ahnung. Moggy sitzt mental im Teekäfer und genießt einfach. Genießt das Happy End. Ich meine. Hey, aber ganz im Ernst, das Happy End ist der Teeladen von Iroh. Was hast du zu verlieren? Warte mal, war das ein Spoiler? Ich erinnere mich nicht, ich habe es halt damals nur gesehen. Ich meine, er kommt vor, aber es ist nicht wirklich story relevant, dass es am Ende den Teeladen noch gibt. Das Einzige, was ich vom Ende noch weiß, ist, oh Gott, das ist die Theatershow. Oh, das war so eine gute Methode, erstens um Geld zu sparen fürs Finale und zweitens um nochmal alles zusammenzufassen. Gott, es ist alles so gut gemacht in dieser Serie. Das war eine gute Folge. Wir haben es einfach so gut hinbekommen. Moggy, du hast diesen Run extrem gut gesaved, sieh mich an. Ich schau wieder dich an. Du hast mich wieder zur Gesundheit gepäppelt. Oh, so ein gutes, genau das habe ich gesucht. Es gab es in Harry Potter Stein der Weisen auf dem Game Boy Color gab es den Aufpäppeltrank. Harry Potter. Ich hab gepanikt. Oh, du wirst nicht glauben, wie oft mir das schon passiert ist, wie viele Runs ich deswegen verloren habe. Das wollte ich dir mitgeben. Das nimmst du. Na, Moment, du hast mehr Herz als ich, das ist meins. Das nimmst du. Hey, nimm die Griffel da weg. Warte. Der Harry Potter. Du solltest doch warten. Warte. Was machst du da? Warum bist du weiter nach links gelaufen? Wo wolltest du hin? Das halbe Herz ist nicht erreichbar. Weißt du, ich zeig jetzt mal, was das halbe Herz hier drüben ist, okay? Oh, es ist erreichbar. Nicht innerhalb, also es hat keine Minute gedauert. Ich dachte, der Raum da neben, Moment. Ich bin voller Leben. Schau mich an. Es könnte eventuell in denselben Clip passen, die Aussage und du hast halt aber auch nicht aufgehört, in die gleiche Richtung weiterzulaufen. Natürlich nicht, du solltest ja auch warten. Du bist immer nach unten gelaufen, das war deine Schuld. Ich hab die ganze Zeit gesagt, warte, und du errennst immer wieder in den Raum mit den Stacheln. Ja, aber irgendwann musst du ja lernen, dass ich nicht warte. Denkst du, ich gehe einfach ohne Grund wieder nach oben? Naja, ich hab einige Aktionen von dir in Isaac gesehen. Ja, deine Aktion war aber auch ein bisschen... Da war nur ein halbes Herz, was ich mitnehmen wollte. Und dann habe ich daran 3 verloren. An der Aktion. Oder hast du noch ein halbes Herz? Das kann nicht sein. Johnny könnte das gut gebrauchen. Das Problem ist, ich habe keine Range. Dieser Raum ist gerade ein Albtraum für mich. Es ist nicht alles gut. Das war ein alles einziges ist, Desaster. Alles Oh Gott, was ist das? Oh. Alles ist relativ gut. Danke für die Rettung, Herz. Hey, ich bin lost, denke ich. Ich weiß nicht, was ich bin. Ich bin Baby lost oder so. Ich bin einverstanden mit dieser. Fliegen. Ist einfach nur tot. Ich bin einverstanden mit dieser Position im Leben. Es ist vermutlich besser so. Hey, damit bin ich wieder voll aufgeheilt. Sonst waste ich doch nur die ganze Was ist das? Oh, der kann fliegen.
Das macht's umso schlimmer, wie unfassbar unnötig dieses halbe Herz jetzt gewesen wäre, weil ich einfach gerade geheilt worden wäre. Ich weiß, war mein Fehler, muss man fairerweise sagen. Eigentlich irgendwie, ja, wir haben halt beide nicht auf den anderen gewartet, also immer wieder durchsetzen. Ich dachte mir, wollen, ja gut, wo du wolltest jetzt so ran, dachte ich mir, du wirst schon den Fehler auch jetzt nicht nochmal machen. Welchen Fehler? Ich wusste ja nicht, dass du zwei Herzen verloren. Es ist kein Fehler, wenn ich in einen Raum geportet werde, weil du durch eine Tür gehst. Naja, doch, ist der Stachelraum, wenn der Raum gewechselt wird, dann läufst du nicht einfach zur Seite. Ich bin bereits nach links, da kann ich mich nichts mehr dran ändern mit dem Delay. Das ist ein spaßiger Boss, sage ich dir. Ich meine, du machst extrem viel Schaden. Du schaffst das tatsächlich. Wir werden sehen. Ich finde noch einen Weg, das zu verlieren. Kann ich bitte noch einen Regenbogen aufbekommen? Oh. Das Gute ist, dass ich einen Devil Deal bekomme. Oh Gott, das sind viele kleine Würmchen. Oh, wir kommen zurück. Was ist passiert? Hi. Willst du ein Herz? Ich bin Johnny. So, ich würde jetzt, bevor wir Items benehmen, würde ich kurz den Devil Deal schauen. Wieso habe ich das halbe Seelenherz nicht bekommen? Ist entweder ein Soul Heart oder ein rotes Herz. Ich würde hier rerollen, ehrlich gesagt. Oh, ich kann rerollen. Dafür stimmt, bin ich hier. Ich kenne keins von beiden Items. Stimmt. Was ist das? Will man eins davon mitnehmen? Wir sollten, wenn dann du. Obwohl, ich habe ja auch vier, fällt mir gerade auf. Das ist false PhD, ich habe keine Ahnung, aber ein Pock steht im Chat. Rechts ist gut. Ich weiß nicht ganz, ob das jetzt hier angebracht ist. Manche sagen auch links wäre gut. Also tatsächlich auch hier zu dieser Situation. Wir nehmen das. Oh, okay, jetzt kann ich alle drei... Hast du eine Alte mitgenommen? Warum? Weil da stand, es ist gut. Aber nicht das linke. Weißt du, wie die Situation angemessen? Okay, dann nehme ich den Schrott mit. Oh, und du kannst einen anderen Schrott mitnehmen. Oh, oh. Oh, Bomben. Und ich glaube, Trickle Charge. So, wollen wir die Pille... Oh, ja, TSA, willst du eine TSA-Pille? Oh, was, nimm die TSA-Pille. Das Problem Bitte. Ist nämlich, meine Range ist so mies. Oh, hey. Sie frei, will ich noch mein Goldhorn abtreten an dich? Was ist Horf? Hä? Das behalte ich. Was? Hat Harpe Kerkeling das übersetzt? Horf! Hurz! Half down, oh, das cool. Das ist echt alt. Range down! Anspielung. Ich bin fast gewillt, das Range down zu verwenden, aber ich sollte nicht. Was ist Horf? Links, was alle ist? Pillen werden schlechter. Für jeden Stats down kriegst du ein Stats up. Oh, alle. Oh, du willst die also schlechten ich Pillen will die jetzt schlechten verwenden. Einsetzen. Oh mein Gott, das war ja perfekt. Oh, Tier Stone gibt dir Damage ab. Range down? Damage plus 0,9? Oh mein Alter. Gott! Alter! Horf, setz ein. Oh, oh. Gott! Gefährlich! Ich glaube, es wird Horf ausgesprochen. So, und dann ist noch eine Pille da. Achso, ja. Oh. Half down. Die jetzt vielleicht nicht mitnehmen soll. Ich dachte mir, vielleicht kriege ich einen Health up. Stattdessen. Hätte doch sein können. Puh. Kein Stats up, sondern Damage up. Oh. Ich werd doch sowieso. Du hast 11 Damage. Ja, jetzt ist wirklich, jetzt muss ich einfach endlich mal ausweichen. Das war wirklich wichtig. Ich mach jetzt meinen Spacebar. Oh, da habe ich für einen Raum Brimstone. Das ist doch nicht zu fassen. Ziemlich cool. Dieses das Spiel macht so mich viel so zu fertig. Fassen. Das ist doch nicht die Possibility. Früher dachte ich, es wäre irgend so ein lustiges deutsches Wort. So, die Possibility. Genauso wie Nonsense. Ich dachte auch, hä? Das muss doch der Delay sein. Ich stand doch nicht mal mehr im Brimstone. Ey, ich habe keine Ahnung. Ich war selbst mit beschäftigt. Da waren noch diese Typen, die immer drei Dingens von sich schießen. Ich stand im Brimstone, wirklich? Oh, das kann sein, dass es da... Oh, Mann! Es ist mir nicht möglich, dieses Spiel zu spielen. Weißt du, als wir noch allein gespielt, also als wir gespielt haben, dass du mir zuschaust, da war mein Movement gut. Du kannst dir nicht glauben, wie oft ich in der Situation war. Ja, man redet es sich ein. Ich konnte das Spiel doch mal. Was ich ist konnte passiert? Das Spiel doch mal, ja. Jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Du standest im Brimstone. Ich bin extra aus dem Brimstone rausgelaufen. Was ist denn das für eine Hitbox? Also mein Problem ist so nach wie vor, dass meine Range echt nicht so überragend ist. Ich bin wirklich angepisst und werde jetzt die ganze Zeit in einer höheren Oktave reden.
Oh, nein. Moggy. Moggy, das ist... Alles gut, das war jetzt in, Das war Ausweichniveau auf meinem Level. Ich habe noch gewonnen, okay. Oh mein was Gott. Ist denn, das ist Gegner. Der Unterschied zu dir und mir. Du hast mich in diesem Run schon zweimal wieder... Was soll jetzt, ich denn machen? Das... Oh, du bist geschützt. Ja, yeah, das ist Bruder. Oh Gott, der Raum. Der Raum fiel mir ein bisschen schwer. Er wäre in jeder Hinsicht schwer, aber mit meiner Range war er doch ein bisschen schwerer. Ich hätte Brimstone einsetzen sollen in diesem Raum. Warum siehst du so aus? Warum rutschst du auf einer Banane aus auf dem Bild? Ah! Was ist das ist eine denn? Gute Frage. Ah, oh, das zwiebelt aber. Es gibt Gegner mit Tiny Planet, scheinbar. Außerdem, also diese Koop-Spiele sind unfassbar 94. unterhaltsam, aber irgendwie kann man nichts reißen. Ne, Monte Resub, wie wir dem Dank. Ja. Puh. Aber wir hatten Spaß und das ist nicht alles, worum es geht. Aber Repentance ist auch schwer. Ja. Yeah. Ich hatte wirklich viel Spaß, das war super. Generell ist es ist auch so schon relativ unmöglich, mit diesem dummen über Steam Netplay damit wirklich was hinzubekommen. So. Müssen wir uns auf jeden Fall wieder Parsec holen. Ich hab Parsec. Ja, aber ich nicht, glaube ich. Ich wette, ich habe die E-Mail nicht mehr und das Passwort, so wie immer. Immer wenn ich starte, muss ich es neu anmelden. Ich habe auch schon 3 Parsec-Accounts. Was soll das denn? Wieso denkt man, dass es so unwichtig wäre? Warum ignoriert man weil das einfach? Auch, weil wir es auch nur einmal pro Jahr verwenden und dann sagen wir, oh, sollten wir öfter verwenden, dann verwenden wir es wieder für ein Jahr nicht mehr. Seit 2 oder 3 Jahren nicht genutzt, tatsächlich. Ja. Yeah. Wir hatten zwischenzeitlich die Twitch-App dafür genutzt und Skype sowieso. Ja, das war für, aber die Parsec haben wir danach. Ach ja, stimmt. Parsec war ja natürlich fürs Spielen. Diese oh, Moggy, wir sollten, Twitch-App. Wenn wir Parsec holen, sollten wir Donkey Kong Country Returns im Koop spielen. Ich meine, oder du zumindest, hast es noch. Oder zumindest Rayman Legends. Ja, wahrscheinlich Donkey Kong Country. Ich dachte, mit Rayman Legends catch ich dich und dann war es das Gegenteil. Ich meine, Rayman Legends ist spaßig und sowas. Das ist halt relativ, ja. Yeah. Achso. Ja, ich würde es dir so madig reden. Vielleicht könnte das unterhaltsam sein, dass wir uns die ganze Zeit so ein bisschen. Nee. Erklären, warum es gut oder schlecht ist. Wir werden so sehen. Außer von Gary BMW. So stelle ich mir einen unterhaltsamen Abend vor. 13 Monte Resub, wie wir dem Dank. Und Moggy das Fegefeuer. Ich meine, ich schimpfe auch viel über Spiele. Ja, aber dein Fegefeuer ist Fully und ich in einer Diskussion, die wird nicht enden. Das ist dein Fegefeuer. So für 100 Jahre erzählen uns immer dasselbe, die ganze Zeit hin und her. Es gibt. Das ist ein schlimmes Szenario für mich. Fully und Johnny, wie sie einfach diskutieren über eine Sache, die komplett belanglos ist, absolut keinen Unterschied macht. Ja. Keine Ahnung, zum Beispiel. Mir fällt kein Beispiel ein. Stell euch irgendwas Irrelevantes. Über Alter aufrunden oder. Ja, wobei, genau, ob man Alter aufrundet oder nicht. Ja. Es gibt eine richtige, es ist ein schlechtes Beispiel, weil es eine richtige Antwort gibt. Es gibt eine richtige Antwort. Es gibt nicht mal ansatzweise irgendein Zweifel. Aber wir tun so, okay? Aber ihr könnt mit keiner von beiden, beziehungsweise eine Seite finde ich ja wahrscheinlich nachvollziehbar, aber eigentlich ist euch wirklich egal. Seid so, ja, das machen Leute, ja, was auch immer. Und dann diskutieren sie darüber für eine Stunde und du denkst dir irgendwann, kann es bitte du warst aufhören, sehr empfindlich. Aber es hört du hast manchmal nach 8 Minuten hast du wieder reingehört und gesagt, oh, ihr seid immer noch dabei. Und dabei waren wir so in einem ganz normalen Gespräch. Und dann haben wir uns schlecht gefühlt. Ja, aber pass auf, Fern Szenario Nummer 2. Du bist auch noch etwas empfindlich dem gegenüber. Wir sind schrecklich, was es angeht. Und du bist dann auch noch besonders nicht, du magst sowas nicht. Fern Szenario Nummer 2, wenn Fanny irgendwelche... Klamotten bestellt, also dann zeigt sie so, oh, was hältst du davon? Oder irgendwas zeigt fashion-technisch. Irgendwelche Bilder oder so, dann sage ich, ja, das ist ein Pulli. Und sagt sie, oh, was ist, pass auf, sie wollte sich so, es war irgendwie so ein Jogginganzug-Set oder kann so, man das also mit damit einer Hose kombinieren? Und der Hoodie davon, okay? Hat sie, und es gab es in Cremefarben und in Schwarz. Was lässt das du hier über mich? Ja, pass auf. Und sie hat mir das dann gezeigt. So, oh, welchen findest du besser? Schwarz oder Creme? Habe ich gesagt, schwarz. Sie sagt, ja, aber was habe ich gesagt, schwarz? Dann hat sie noch sich für eine Stunde entscheiden können. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist das andere doch Zeichen, besser. Auch ein Zeichen von ADHS übrigens.
absolute Entscheidungsunfähigkeit. Das sie versucht herauszufinden, ob sie ADHS hat. Ich wollte gerade fragen, ob sie es hat. 98% sicher. Also ob sie versucht Bestätigung zu finden. Ob sie es einfach so gesagt hat. Nein, okay. Aber es ist also das nicht nur deswegen, aber ADHS wird von 60% der Menschen Sachen, in denen fehlt. Ich halt immer spreche. Oh, ich liebe es, dass ihr gerade ja, gleichzeitig ich war dumm, Fanny konnte es nicht wissen. Ja. Ihr hört euch gegenseitig nicht. Ich bin der... Ich weiß nicht, was es ist. Ich unterbreche sehr viele Menschen, es tut mir leid. Bin ich jetzt dran, gerade? Ich glaube, du bist dran. Ich wollte nur sagen, wie 60% der Leute diagnostizieren sich selbst mit ADS, wenn sie es nicht haben. Oder ADHS. Also das ist etwas, wo sehr viele Symptome davon sind, treffen auf Menschen zu, die das nicht haben. Trotzdem. Johnny meint, dass 60% der Menschen sich damit diagnostizieren, die es nicht haben, weil sehr viele Symptome auch auf Leute, die es nicht haben, zutreffen. Das habe ich mal gehört. Ja, hat er mal gehört? Meine Quelle ist jetzt Johnny, auch nicht besonders vertraulich. Johnny redet? Ne, Johnny okay. Hört dich. Die Sache ist, ich also habe noch andere Gründe, warum ich ziemlich sicher bin. Also es ist nicht nur die Sache. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Also, ich habe wirklich nur mitgeteilt, dass das... Schon eine Geschichte mit... psychischen Erkrankungen und sowas. Okay. Dann hast du sozusagen den Cocktail gezogen. Wie gesagt, ich verstehe dich immer noch nicht. Nein. Ja, weiß ich, aber was soll ich machen? Ich weiß nicht. Hey, Fanny, halt die Schnauze. Okay, er hat gesagt, halt die Schnauze. Das habe ich nicht gesagt. Hat er, jetzt sagt er es nicht gesagt. Das wird sie dir nicht glauben. Ich glaube, Johnny hat auch psychische Probleme. Ja, das ist vermutlich wahr. Okay. Auf jeden jeder Fall. Von uns sollte zur Therapie. Auf jeden Fall. Das ist die zweite Hölle für mich. Alles Gute damit auf jeden Fall, Fanny. Also wenn das jetzt was Ernstes ist, was so. Mich entscheiden. Hey. Nein. Es geht mir um alles, was du mir in Sachen Fashion zeigst. Fashion. Seien es irgendwelche Bilder von, was hältst du denn davon und davon? Und ich denke mir mal. ja. Das ist ein Pulli. Cool. Kannst du ihn kaufen oder nicht? Wenn er dir gefällt, dann kauf ihn. Wenn nicht, dann nicht. Dafür bist du aber ganz schön investiert in zum Beispiel Fotografie von Waldorten. Ja. Da warst du so euphorisch. Und bei Klamotten denkst du dir nicht, okay, weißt du was? Nein, pass auf, wenn du Bilder machst. Ich liebe dieses Video übrigens. Das ist ein super Video, was heute gekommen ist, wo Morgi und Fanny im Wald Sachen fotografieren. Es ist wholesome und es ist gut. Es ist so ein gutes Konzept, dass wenn ihr das Foto macht, dann gekartet wird zu euch, wie ihr euch die Fotos anguckt. Yeah. Das war sau gut. Ja, du tust so, als würde ich wissen, was er gesagt hat. haben. Und ja, ich würde auch sagen, dass ich Klamotten lange nicht so fühlen würde wie so Fotografie oder so. Ich meine, was ist das für ein Vergleich? Das eine ist eine kreative ist Sache, Ästhetik. Die man macht. Es ist das andere ist was, das man sich kauft. Ja, aber in beiden Arten geht es irgendwie um eine Ästhetik. Yeah, aber ich bin auch nicht wirklich interessiert an Fashion oder Klamotten. Danke. Ich kleide mich, aber... vor allem habe ich so eine schlechte Meinung dazu. Ich meine, innenarchitektonisch habe ich auch das Leben einfach durchgespielt, was soll ich sagen? Mein Zimmer ist bunter als ein Regenbogen. Meinst nicht. Das stimmt. Aber da war ich auch einfach faul, das nicht nochmal umzustreichen, seit ich 17 bin oder so. Oh fuck, es sind 7 Jahre. Ich bin so weit von der 17 entfernt, wie ich mit 17 von der 10 entfernt war. Oh Gott, Johnny. Bei mir ist halt immer der Gedankengang, dass ich jetzt, inzwischen so lange schon streame, wie ich zum Zeitpunkt, als ich angefangen habe, also regelmäßig zu streamen, insgesamt YouTube-Videos gemacht habe. Ja, das hast du letztens erzählt und dann meinte ich, ja, aber wenn ich so denke, die erste Zeit kommt einem so viel länger vor. Ja, weil das ist auch tatsächlich wissenschaftlich so, dass ja, je älter man ist, desto weniger lang sind diese Zeiträume die gleichen. Verstehst du? Also, das Gefühl, ich glaube sogar ab jetzt so in unserem Alter, ist der Rest des Lebens ungefähr so lang wie das davor, so gefühlt. Okay, weißt du was? Darüber will ich nicht nachdenken. Aber das geht noch so. Also gefühlt ist die Hälfte jetzt rum. herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Nett. Leute sind nicht begeistert. Fanny kann mich jetzt hören. Grüß dich, hi. Ich hab ihr eine Kopfhörer gegeben. Halt die Schnauze, Fanny. Oh Mann, oh. Das habe ich nicht gesagt. Jo, Fully, bist du eigentlich noch da? Würdest du dir nicht glauben.
Naja, du bist halt ja nicht auf Vollbild umstellen. Ich wollte nämlich vorhin noch fragen, was mit dem Makro-Quiz? Maeve hat gesagt, er könnte morgen. Ich kann auch. Johnny kann auch. Ich meine, Fully kann an Montagen meistens. Ich weiß, aber... Deswegen nehmen wir Montage. Weißt du, was machst du da? Die sind leer. Oh nein. Mit dem Makro-Quiz? Ja, ich habe Makro-Quiz gemacht. Von Viking LP, 500 Resub. Oh, und von Mert Struggler, 25 Bits, wie wir dem Dank. Selten Quiz auch mit dem Makro-Objektiv. Ich habe halt Fotos gemacht von Alltagsgegenständen. Mit der anderen Kamera und bin da super nah rangezoomt und sowas. Und dann, das wird super. Vielleicht ein bisschen rausgecroppt und dann müssen sie halt erraten, was es ist. Ich denke, sie werden sehr früh darauf kommen. Aber, also ich denke, es wird alles sehr simpel. Was? Nee, ist dumm. Ich würde halt irgendwie gerne rausfinden, wer immer der Erste ist bei diesen Quizzes. Das wäre so cool, wenn es dafür eine Methode gäbe, aber... Ja, ich fürchte, das ist schwierig. Weil mit einem Buzzer würde man einfach instant buzzern, einfach weil man es eh wahrscheinlich dann wissen könnte. Na. Ein bisschen aufpasst. Was? Sie hat gesagt, dass der Jonas sein Stream so. Nicht noch auf null pausiert. Freust dich sehr. Mein Stream ist offen? Achso. Fanny, ich möchte mich aufrichtig entschuldigen, dass ich eben ausfallend dir gegenüber wurde. Ja, ist okay, ich bin's gewohnt. Oh. jetzt habe ich schon die zweite Wunde aufgerissen. Puh, aber gut. Ich würde fast sagen, wir sind fertig soweit für heute. Ihr habt auf einmal so viele Ideen für Emotes? Okay, perfekt. Dann machen wir jetzt Emotes in meinem Stream. Ich mache weiter. Und bedanke mich bei dir, Morgi, für diese wundervollen Stunden. Ich danke dir für diese... Ich danke dir dafür, dass du die Stacheln gelaufen bist. Sei vorsichtig. Mein Leben bereichert. Pass auf, was du sagst. Aber gut. Können wir Johnny noch raiden, wenn wir schon dabei sind? Yes! Kennt ihr den? Nein, nicht Fully. Was? Ich wollte gerade sagen, warum gehst du jetzt Fulltime? Da wird nichts passieren, weil er, glaube ich, offline ist. Nein, da passiert was. Da wird man in einen leeren Kanal geradet. Das habe ich letztens erst gesehen. Und es war nicht ich. Möchte ich nur mal klarstellen. Es ist mir schon mal passiert, nicht. Oder? Nee. Dieser Kanal richtet sich an Erwachsene. Wer hat den Stream auf ab 18 gestellt gerade? Warte, letztens ist mir doch irgendwie sowas Ähnliches passiert. Wer hat den Stream auf ab 18 gestellt und warum gerade? Ich bin verwirrt. Oh doch, es ist mir passiert. Es ist ja Sean passiert und mir. Oh mein Gott, es ist mir passiert, weil fälschlicherweise angegeben war, dass Fully off ist. Es war sogar mit Fully. Ich hab... Wie konnte ich das vergessen? Morgi, ist Johnny, glaube ich, gemeint, weil ich dich raide. Morgi, Kanal richtet sich an Erwachsenen. Ich dachte, es wäre meiner gemeint. Ich wollte mir gerade sagen, das ergibt keinen Sinn. Ich sollte das vielleicht ausmachen. Es ergibt keinen Sinn, wenn du kein Spiel ab 18 spielst, bringt es nichts. Ja. Das schreckt vermutlich ganz paar Leute ab. Das nein, das ist Schwachsinn, das stimmt nicht. Okay. Dann redet Maeve Schwachsinn. Maeve hat keine Ahnung. Man muss das halt nur machen, wenn man ein Spiel ab 18 spielt. Was du vom Inhalt sagst, das hat nichts damit zu tun. Okay, das ist gut. Ich vertraue Maeve trotzdem. Also nicht darauf bezogen. Meine Quelle ist Twitch. Dieser komische Twitch-Discord. Ich habe das auch nur gesagt, damit ich nicht Maeves Gefühle verletze. Ich verletze heute sehr viele. Ich mache heute sehr viele Doppelpunkt Ds in den Chat. D-Doppelpunkts. Sorry. Ich würde sagen, dass ich recht habe. Gott, ich muss mich beeilen. Bis zum nächsten Mal. Ach so, ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich meine, du bist doch trotzdem noch hier. Tschüss. Ja, aber mein Stream ist dann zu Ende. Ja, aber dieselben Leute hören dich dann.